So, Jungs und Mädels da draußen am Fernseher, Notebook, Handy, wo auch immer. Wir haben jetzt bei dem finalen Entscheid im Weichlossen bei den Damen. Und es hat wieder einmal, Überraschung, leichte Probleme gegeben, dass Platten gefunden haben, die einigermaßen von den Weiten her passt. Ich war jetzt gerade noch draußen und habe auch mit den Schweizer geredet. Die Aktiven sind leicht ratlos, wieso das passieren kann. Aber jetzt geht's los. Und wir haben auch schon den ersten Versuch gehabt von der Spieß Andrea aus der Schweiz. Weite 0. Ja, aber am Ende ist jetzt der Test durchgegangen, wir wissen es nicht, aber ich glaube. Kann auch sein, dass sagt haben, Mädels schießt ja jeder mal einmal. So wettkampfmäßig war eine Aube. Aber das wird es bis jetzt eigentlich nicht geben, dann hätte ich mal, gibt es jetzt auch nicht. Ja, ich hätte aber okay, ein weißes Fandal hoch. Dann hat der Andrea, haben wir es nicht mitgekriegt, den wir ungültig gegeben. Hätte ich gesagt. Oder einen ungültigen Versuch abgeliefert. Oder kommt recht weit von der Jennifer. Ja, sie haben das Problem gehabt, sie haben eine grüne probiert, durchgeschossen. Sie haben eine schwarze probiert, durchgeschossen. Ja, das ist natürlich ein Riesenloch zwischen der grünen und der schnellen schwarzen. Ja, aber die schwarze haben es auch durchgeschossen. Also die haben es auch durchgeschossen, scheiße. Und dann sind sie wahrscheinlich da hingekommen, wo sie schon gesagt haben, dass sie. Und dann haben sie eine andere schwarze genommen, ja, bloß noch 80 Meter gekommen. Schande. Ja, dann nehmen wir wieder die grüne. Und dann eine andere grüne. Nichts gegangen. Auch nicht gegangen, aber wieder irgendein, also war ein leichtes Plattenchaos gerade. So, aber das die Jennifer hat, ja doch, jetzt haben wir die Weiten von der Andrea gekippt. Ja, wir haben einfach nur einen kurzen Stopperler gehabt wahrscheinlich. Aha, 74 Meter von der Spieß Andrea und die Meil Jennifer hat schon einen relativ guten rauslassen mit 111 Meter. Genau. Das, ich befürchte mich aber schon fast, also wenn. Außer es war ein außergewöhnlich toller Versuch, der mir jetzt nicht so rübergekommen ist, dass das eventuell ein Problem werden kann mit der Platten, dass die. Ja. Und gleich hier, die Wagner Birgit hat unseren Tipp wirklich beherzigt und hat die Trainingsjacken anlassen und kommt zumindest ein bisschen weiter auf der linken Seite. Hat sie ja gestern im letzten Versuch erst ins Finale geschossen. Ist, wie du gesagt hast, der ganze Rücken vom. Wo die Schulter noch mal gefallen? So ungefähr, genau. Wir warten auf die Weite von der Birgit. 110,83 ist auf alle Fälle und der Posten da am. Rand von der Bahn, der hat da schon noch sauber hingegangen müssen, also der hat da noch gut Tempo gehabt. Darum, ich befürchte da eine Annalena Leitner, eine Stampfl Lisa Marie, hätten auch eine Perhop Evelyn, die jetzt da schon am Start ist, hätte da durchaus vermutlich das im Sach drin, dass die den durchgejagt durch die Bahn. So, jetzt kommt da unser Co-Moderator, der hat ein bisschen. Nix Co-Moderator, das ist eigentlich der Capo. Der Capo-Moderator kippt jetzt. Eigentlich der Capo-Moderator und der faule Hund, der ist immer noch bei Gittern im Hotel und in der Sauna und überall. Gut, der Herr Präsident hat gesagt, wir sind mitten ins Hotel und hat gesagt, wir sind um 6 Uhr wieder da und hat gelogen. Nichts Neues. Hab ich schon was verpasst? Nein, bis jetzt noch nicht. Optimal. Außer die Wahl der richtigen Platten, die hat sich. Deswegen haben wir eine Verspätung. Weil nicht nur ein Präsident hat Verspätung. Was du allerdings versammelt hast, ich habe jetzt gerade da in dem Staff-Bistro, also sprich bei den Leuten, die da helfen, eine Südtiroler Weinprobe gemacht. Das habe ich gemerkt. War gut? War gut. Ein bisschen Speck. Auf einmal holen sie den Speck unter dem Tresenführer. Ja, ich glaube schon, die ist. Das war die Evelyn. Wir warten ja immer noch vorbei. Migi, jetzt haben wir ja fast Primetime. Wie viel Zuschauer haben wir denn gerade? Der war ungültig. So, wer? Schau, da. Guckst du hier, Christopher? Ja. Ah, da. Ja, die Quali ist nicht so groß bei uns. Also, in Schriftgröße meine ich. Ja, aber haben doch ca. 180
Leute, die da zuschauen. Und wenn ich da den Zähler sehe, es werden minütlich, der da aufsteht. Ja, cool. So gefällt uns das. Ja, vielleicht knacken wir das 200 noch. Werbung machen. Und Outro denken, es gibt ein paar Lustungen zum Kriegen. Ich kann sagen, es ist auch noch Top Stock in der Verlosung für die, die jetzt noch ein Ticket auf die Schnelle kaufen. Du bist gerade an mich, ist ein Geburtstagskind, gell? Ist nur zusammen, alles gut. Also die Wagnerbirge wurde mit 110,8 Meter. Und jetzt die Evelyn. Wir warten noch auf die Weite. Wir waren schon bei der Judith. Entschuldigung. Ich brauche jetzt bitte jetzt wieder beim Weitschessen drin, bin, aber anscheinend auch der von der Judith ungültig. Und jetzt kommen wir zur Altenberger Sophia. Aus Italien. Ganz ungewohnt für Italien mit ihrem weinroten Pullover. Michi, das war jetzt eigentlich wieder altersgruppentechnisch eher deine Kategorie. Weißt du was zu der Sophia? Nein, und da muss ich leider passen. Wenn sie dann mal brennen, da ist David noch mal. Der will nicht mehr aus dem Neckhäschen plaudern. Aber Sophia macht das ganz so schlecht. Sauber weit. Lauf ganz schön, ne? Ja, ich habe leider vergessen zum Schauen, ob sie vielleicht vom Riefen her ein bisschen weniger da haben oder so. Ja, ich wollte nicht, wann sie das letzte Mal gefahren sind. Sie haben auf jeden Fall lang gewartet, wie sie es jetzt machen. Nur ganz kurz vorher ist gekommen. Ja, genau, dann ist er zweimal drüber gefahren, weil er, weil der Wind sonst den Schnee wegbläst, hat er uns erzählt. Ja, es ist schon ein brutaler Wind, das muss man schon sagen. Ah, knappe 130 für Sophia, das ist natürlich schon eine saubere Hausnummer. Gibt's mir mal eine Ausordnung, ein Geburtstagsgeschenk. Er kann gut was umsonst, gell? Dann alle da. So. Als nächster kommt die Winkler Petra. Jetzt ist natürlich, da geht es ja wahrscheinlich im Kopf, da ist schon was vor, weil sie sagt, 130 sind schon vorgelegt. Knopf, ja, das glaube ich auch. Und die Bahn, wissen wir, die ist knapp bei 150 Meter lang. Ja. Ui, hast du ja aufgelegt, ne? Jetzt sind sie noch zu spüren, ja, sie ist weit links. Ja, hält das sie noch? Ja, geht sie aus. Hält sie sie noch? Ja, der wird sie schon noch. Dann ist dann bald das Problem, dass sie nicht mehr ausschießen. Aber heute dürfen sie ja hinten ausschießen, dann können wir wenigstens einen Ritter ziehen. Das ist allerdings richtig. Obwohl er nochmal nachgefragt, nach drei Durchgängen, wenn ich das richtig verstanden habe, fallen die vier schlechtest platzierten Sportlerinnen weg. Und nur die bestplatzierten acht spielen den Durchgang 4 und 5. Ja. Jetzt sind nur die ersten sechs, aber. Hey, du mir mal gesagt, 8. 138 für die Petra. Ich konnte jetzt eigentlich auch wieder still sein, gell? Der Christopher da. Du machst das gut, Michi. Ich hab das die ganze Woche schon gemacht, das klang doch mal. Bisschen Zauber, oder? Also der Björn hat das Mikrofon halt Wokitoki geholt. Genau. Wir haben nicht was gefragt, was das war. Was das tut bei uns. Wir haben als die nächste. Deutsche. Mit einem super Versuch, der läuft da, der hat eh mal genau. Oh ja, der Brina, der läuft immer. Und jetzt ist er so relativ weit außen. Immer noch gute Geschwindigkeit. Und an die 140 auf jeden Fall. Ich denke, dieser Brina. Ah, 1,5.
Ja, da lacht's auch richtig. Das war gestern bei den deutschen Mädels da draußen weniger der Fall, war, dass sie richtig gelacht haben. Sonja? Ja, sie ist nicht zufrieden damit. Ja, ich glaube, dass ihr da zweit links rüber geht. He? Ah, kann sein. Nein, da jetzt. Da ist er weg, oder lacht er. Aber. Der Mädchenmann ja. Läuft auf jeden Fall. Du müsst ja nicht größer, oder? So ungefähr, Martin, so ungefähr. Jetzt passiert, jetzt ist es dunkel geworden bei der Sonja. Jetzt geht's wieder. Ist ja das Licht ausgegangen. Ja, das Licht ausgegangen bei in der Kamera. Ja, 107 ist für die Sonja jetzt eigentlich verhältnismäßig wenig, würde ich sagen. Ja, ja durch dich, dass die Bahn verlassen hat. Genau. Da ist sicher noch mehr drinnen. So, jetzt kommen wir noch zu den letzten drei und dann ist eigentlich die erste Runde ja schon wieder gelaufen, nicht? Ja. Haben wir nochmal Österreich, in Deutschland Österreich, Kleinberger Melanie. Nein, das ist alles ein bisschen zackiger. Ja, Gott sei Dank. Und die, also was ich mir jetzt da denke, die Österreicher, die haben wir jetzt im Prinzip schon mal einen, die österreichischen Damen haben wir schon mal einen Wettbewerb gewonnen. Die spielen es vielleicht ein bisschen leichter. Sicher würde jetzt jeder nochmal aufzeigen, was er kann, aber. Ja, aber das andere ist natürlich, es hat heute Deichfremd in der Halle. Wo eine Goldmedaille nach der anderen. Das ist wohl richtig, ja. Wo als mehr natürlich auch die Deichfremd weiten Mädels sagen, du passt mal auf. Gestern haben wir aus ihrer Sicht, was sie im Hotel auch noch gesagt haben, leicht unter Wert geschlagen worden. Es ist nicht ganz so gegangen. Das mehr uns heute noch mal ein bisschen gerade rücken. Also, die haben natürlich schon so leicht mit dem Messer zwischen die Zehen durch so Tür dürfen. Ja, ich war auch zum Teil sehr enttäuscht, die deutsche Mädels gestern. Ja, weil keine wirklich einen Versuch für die gebracht hat, so wie es ihn eigentlich für die bringen kann. Gerade von der Annalena. Erwarte mir heute eigentlich relativ viel. Also. Wann hätte es eigentlich getroffen, glaube ich, aber ich weiß nicht. Ja, ich glaube, der geht schon ein bisschen. Sie hat irgendwie nicht so zufrieden geschaut gehabt. Vielleicht nicht ganz perfekt aus der Ausgegangen oder ausgekommen. Ja, ein gute 120 Meter. Er schaut auf jeden Fall noch nicht so glücklich, die Annalena. Ja. Aber das war ja erst der Erste. Aber wie gesagt, das ist auf alle Fälle zum Einigen keine schlechte Weite. Ja, wir bewegen uns quasi bei den Top-Spielerinnen so bei um die 120 Meter. Und wir haben auch schon gesehen, die 140 sind drinnen, 138 und 140 sind schon gefallen. Und sozusagen auch die sozusagen, wir haben jetzt noch nicht einen perfekten Schuss
ausgelassen, sind trotzdem schon bei den 125 Meter und ich glaube, da sehen wir halt, eine gute Weite. Ja. Vorausgesetzt, das Eis bleibt da so und zieht es dann eventuell an, wenn man kurz vorher gegriffelt hat, kann es sein, dass die erste Runde vielleicht schon entscheidend ist, was genau natürlich sehr schade wäre. Haben aber auch alles schon erlebt bei Matches. Ja, das war bei der letzten WM in Regen ganz extrem, da wenn du im ersten Versuch nicht der Weite gehabt hast, dann hast du danach eigentlich keine Chance mehr gehabt, dass du irgendwie in einem Titel mitfährst. Und die Lisa Marie ist jetzt mal sehr optimistisch aussehen und hat eigentlich einen sehr zufriedenen Eindruck gemacht über den Kurs, was da gelaufen. Ich glaube, die Auflage war nicht ganz hippig ein, aber hat ja ganz schön was mitgegeben. Ja, da. Und laut. Also ich sage mal, die hat mit Sicherheit so in der weiten Bereich von der Engelbrecht Sabrina. Tendenziell eher einen Tick weiter. Genau. 141,32, ja. Ich bringe mal die Probe. Sag gleich wieder, pass auf, nicht nur in der Vorrunde war ich die Beste, ich bei das Ding halt von vorn weg. Und das ist auch ein Indiz dafür, dass es zumindest mal in der ersten Runde sie da ist nicht so gut. Also ich weiß noch die letzte. War jetzt in meiner nicht. Ich weiß nicht, ich hab's jetzt noch nicht ganz heraus, ob es eine Spur gibt oder ob alles gleich gut geht oder nicht. Das wir stehen ja nicht direkt am Eis, wir sind ja dann so ein Kabäuschen, das sieht man, also in die Kamera ist ein bisschen schwierig. Also, haben wir mit ein paar Spielern ja also, oder Weichsitzen auch schon geredet. Es ist anscheinend definitiv so, dass da an den Stellen, wo es quasi der Maschine doppelt drüber gekriegt hat, weil sie leicht versetzt fahren muss, da kleine Spuren haben, die dann langsamer sind. Aber ansonsten geht es tendenziell eigentlich ziemlich gut. Was natürlich in so einem Freiring, der Michi hat es eben gestern, glaube ich, auch schon mal gesagt, erstens der Wind und dass nach außen hin dadurch die Temperatur eher schneller abfällt. So war das, glaube ich, gell? Genau, weil es außen wärmer ist, aber der Boden außen ist wärmer und deswegen taut es außen viel schneller und deswegen hängt alles wieder nach außen weg. Durch das gingen ja die tendenziell eher, die Stich immer noch nichts weg. Und, aber von den Spuren her, das hat man jetzt da gesehen, es sind eigentlich 3-4 unterschiedliche Spuren, wo die Stich gelaufen waren und hast jetzt keinen großen Unterschied. Das ist ja auch test. Doch, der bleibt drin. Der bleibt drin. Der hier und der ganz draußen. Geht noch. Es sind nicht ganz 140. Da kannst du mit der Winkler Petra so ungefähr bei 138 Meter sie einfinden. Mal gar schlechte Weite, also da sind wir wieder um die Medaillenränge. Also ich glaube, ich lehne mir jetzt mal aus dem Fenster und sage, 140 brauchst für die Medaille. Ja, brutal ausgeklungen. Ja. Ja, nur haben wir 2x 138, das was die Medaille wäre, aber bleibt dabei. Wieder nochmal schlechter, wenn es nicht mehr so gut war. Also war vorher ungefähr. Ja, kein Wert bekommen. Aber trotz der schlechten Auflage, wenn du es glaubst, sind es immer noch über 100 Meter. Also, ich gehe davon aus, wir haben da wieder bei den 80 oder 90 Meter das erste. Ja, dann hat es über 110 Meter, jetzt, trotz der schlechten Auflage. Ja, die wenn man es aber auflegt, dann ist auch ein Schmalz dahinter, würde ich sagen. Das ist ja das Schöne am Weitschießen. Es ist halt nicht nur die Kraft, es ist doch eine Technik auch dabei. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, ohne
Du kannst nur so viel Kraft haben, wenn du die Kraft nicht in die Technik umsetzt und dann mit dem Stock 4 bringst, hast du keine Chance für einen Ganzbahn. So, jetzt haben wir eine kurze technische Besprechung gehabt. Weil wir mit den Kameraeinstellungen noch ein bisschen was nicht zufrieden sind. Der Michi ist da sehr penibel, um das beste Bild zu liefern, und hat gesagt, bei der letzten Kamera, da ist so ein bisschen ein Balken im Weg, und jetzt hat er zitiert, hat mal so richtig zur Sau gemacht und gesagt, schau, dass es besser wird, aber. Also. Aber er beharrt auf seiner Meinung. Man ist jetzt dabei verblieben, man schaut, dass man die Kameraeinstellung wieder zur ursprünglichen zurückversetzt, um zu sehen, falls wirklich mal einer die Bar ausschießt, dass man sieht, dass der Stock aussteht. In dem Zuge haben wir jetzt leider die Spießandreher verpasst. Hat er den 100er geknackt? Das kann man nicht umdrehen lassen. Die Sonja knackt jetzt die 110. Knackt die 120. Ja. Ja, aber an die Spitze fällt er doch nicht aus. Ja. Ist halt wahrscheinlich so ungefähr bei der Annalena Leitner bei 125 Meter und bei der Kleinberger Melanie ungefähr eingekommen. Ja, man sieht da, sie haben auch nicht sauber Vieri gebracht, genau. Und das sind halt noch die kleinen Nuancen. Wenn sie sauber Vieri bringt, dann haben sie halt nur mal 5 bis 10 Meter weiter. Mhm. Ja, du siehst genau zwischen der Melanie und der Annalena Reihe. Also, kann es sein, dass die Heider Hirtl mehr aufgestellt haben? Nee, eigentlich ist es bloß 140, glaube ich. 140 ist das letzte. Ja, dann habe ich die letzten Tage nicht richtig gesehen. Zu wenig Gruppen gehabt. Wahrscheinlich. Ja, das Design von dem Stock, das hat der Grenmichi entworfen. Lauter Comicblasen und so Gimmzeug drauf. Stupid-Gimmzeug. Da wird er sich jetzt wahrscheinlich sehr geehrt fühlen, dass das Design da für dieses Event ausgewählt worden ist. Hm? Ja, das Zappeln einfach mal das Teilchen. Und das war nicht ganz so. Da hat immer noch eine gute Zwischenzeit. Birgit hat immer eine leicht grobe Linkstendenz. Aber jetzt über 130, auch wenn es ganz am Rand von der Bahn im Endeffekt ist. Und setzt sie da quasi vor die Altenberger Sophia. Ja, und sie ist drin. Es sind zwar doch nur 7-8 Meter auf die Medaille, aber vielleicht weiß sie ja, wenn es ein bisschen besser aussieht, dass das drin ist. Und vor allem jetzt geht es ja in erster Linie, geht es jetzt einmal sozusagen ja, da, dass ich die erste drei Versuche überstehe. Und da meine ich, ist eben so. Dass man. Ich glaube, da ist bei so 130 Meter ungefähr da der Cut von den ersten 8 dieselbe. Ja, das glaube ich auch, ja. Ja, wir haben mal wieder über unseren Videochat
Beispiel die Info bekommen, dass da jemand sich schon gedacht hat, dass er diesen Stock kennt, nicht? Ja, Doc Hollywood. Die ist immer live dabei, voll lässig. Dr. Markus Wippel, Teamarzt, kann leider nicht vor Ort sein, aber ist per Livestream immer Huschwer live dabei. Servus Markus. Der erste ungültige Versuch jetzt im zweiten Durchgang. Die kanadischen Fans, die haben sich schon auf die Socken gemacht im Hotel, wo wir da drüben waren. Die haben da schon, glaube ich, richtig gut vorgelegt. Die sind sicher in einer Top-Verfassung, was die Stimmung angeht. Sind gut motiviert. Und die hören da jetzt sicher für den vermeintlich letzten Versuch, ihre kanadische Landsfrau dann nochmal so richtig Piri peitschen. So, jetzt Melanie, du hast da mehr noch drin als für die 125. Ui, aber schön. Aber. Also, der war, glaube ich, nicht einmal so schlecht, wenn ich das sage. Lass den Auslauf. Nein. Der war, aber ich werde der. Also im Mannschaftsklassen in untere Klassen habe ich das schon ein paar Mal gesehen, dass so einer am Stock so richtig überschlagen hat, dann plan aufgekommen ist und oben am Stock geschossen hat. Also. Und beim nächsten Mal hat er einen Kiel gelegt und dann drei Stück daneben geschossen. Also da gehe ich jetzt zur Spaderpause, dass der Annalena jetzt da schon die 140 angreift für mich. Also, wenn Annalena die Bahn nicht ausschätzen kann, dann gibt es nicht mehr viele, die das kennen. Ja, die Stampel, Lisa Marie hat es, genau. Glaube ich. Einem und das sind eigentlich auch die zwei, die wo ich Richtung Titel eigentlich vorn Sieg ein bisschen. Ja, aber man muss dann immer erst aufs Eis bringen. Also. Ja, das ist ja das. Weil das sind wir ja da. Sie hat eine leichte Vibration drin gehabt am Anfang. Schauen wir mal, wie es geht. Aber hat da noch ein gutes Tempo. Oh, der läuft schon schön. Lustig, man kann nicht auf der anderen Seite von der Bahn, gell? Sieht man selber. Ich glaube, dass ihre die leichte Vibration da schon einiges kostet. Ja, dann ist im 138er Club. Aber ist halt brutal eng, gell? 138 sind ja ganz gut. Aber die Wahrheit natürlich, dass bei den ersten 8 dabei ist. Also das war es jetzt, weil ich glaube nicht, dass da jetzt von hinten noch so viel kommen, die 138 da noch knacken. Weil der Sophia, das war das, glaube ich, vorher, wo sie ihn aufgehalten haben, weil er nicht bei der Bahn war, oder? Wo wir gesagt haben, der war ein guter Treffer. Alles da bei der Sophia mit 129 oder 30. Die ist weit rechts eher. Ungefähr so die Spur von der Annalena von vorher gerade. Ja, hey, irgendwie glaube ich ist die rechte Seite nicht so ganz. Also, ohne dass ich mich da jetzt auskenne, vom Gefühl hätte ich auch gedacht, dass von dieser Perspektive aus gesehen rechts, also von Spielersicht aus links. Da, genau, da ist da in der Mitte so also eine kleine rote Linie runter. Und ich glaube, da muss man eher von jetzt aus von der Kamera, wie wir gehabt haben,
eher auf der rechten Seite, also in Schussrichtung eher links bleiben. Wobei es eben da noch gefährlich ist, so wenn du einen Tick weit links bist, dass durch das, dass da die Bahn ein bisschen hängt, dann nach links wegläufst und aus der Bahn gerätst. So ist es. So, Winkler Petra haben wir jetzt noch. Schauen wir mal, ob es die Annalena kontern kann. Und die Evelyn Perb, die es jetzt im zweiten Versuch überholt haben. Und wenn sie es kontert, dann haben wir schon im Endeffekt als dritte ungefähr bei die 140. Ja, ja, aber mit der Auflage der wird nicht. Der so nicht mittel. Er war der Ring im Weg gültig, deswegen. Da war er, der Ring. So, dann kommen wir jetzt noch die zwei Führenden nach dem ersten Durchgang. Die Engelbrecht Sabrina macht am Anfang. Schauen wir mal, ob sie da von jetzt sehr gute Weite von 140 Meter und 15 cm nochmal beim zweiten toppen kann. Und sie geht auch sehr dynamisch von hinten, von der Pfosten raus. Also. Ui, der ist schnell. Ja. Hat er da leicht links oder leicht rechts von der? Ja, aber er geht nicht weiter wie vorher. Also vielleicht zieht jetzt doch das Eis ein bisschen an, dass wir jetzt diesen vorher genannten. Das haben wir aber gestern auch gemeint, gell Michi? Haben wir gestern auch gemeint, dass die Bahn irgendwie anzeigt? Und dann auf einmal im letzten Durchgang haben sie auf einmal dann doch wieder. Ja, stimmt, doch noch. Bleibt bei die 140 von vorher. Da war es gestern dann so, da haben wir gemeint, ja, irgendwie schaut aus, als wenn die Bahn nichts mehr hergeben wird. Und dann haben die Leitner Annalena und die Stampfel Lisa Marie dann im letzten Durchgang nochmal ihren Bestweiten rausgehaut und nochmal richtig an Birik gejagt. Also von daher kann natürlich schon sein, dass das Eis in so einer Wellenbewegung so ungefähr ist, dass es einmal anzieht, ein bisschen abdumpft so ungefähr und dann wieder ins Laufen kommt. Von daher sein, dass da auch eben auch durch den Wind und durch die Temperatur da Schwankungen passieren. Da bin ich leider ein bisschen zu wenig in der Materie, aber da kriegen wir vielleicht dann auch einen Spezialisten noch vor das Mikrofon, der was uns da vielleicht noch ein bisschen über die aktuellen Gegebenheiten ein bisschen aufklären kann. Mit Tempo war das jetzt kein schlechtes gewesen, da wenn ich da so schaue. Ja, aber der. Da hat sie zwar noch, aber die Weite von vorher kommt es eigentlich. Ja, das ist wie bei der Sabrina auch gerade, eben so gingen einfach ein paar Meter ab. Ja, also das haben wir jetzt zweimal bei den 138 und der Big. Passt aber auch, dass der von der Annalena eigentlich umso mehr wert wurde. Ja, auf alle Fälle. Und das ist eben das, ich hoffe nicht, dass das heuer wieder so ist, wie eben vor zwei Jahren in Regen, dass dann auf einmal die Bahn so nachlässt, dass du keine Chance mehr hast, weil da war es eben so nach dem ersten Durchgang null und da hat die Jennifer Meyerl aus Kanada, nein, Australierin. Ja, Australierin war es.
Genau, das war eine Australierin, die hat im ersten Versuch einen ausgelassen. Ja, weißt du, bei den Deutschen war das so, sie haben überhaupt keinen Zweck gebracht. Haben dann teilweise in den nächsten Durchgängen, vom Durchgang her, jedes Mal die Bestwerten erzielt. Das gesehen hast, ja, sie hätten locker fahren mit da können, aber die Bahn hat einfach nichts mehr hergegeben. Ja, wir sind jetzt eine Übersicht. Und nach dieser Runde verabschieden wir uns ja von den letzten vier Sportlern. Das waren momentan die Kleinberger Melanie, die Meierl Xenefer, die Ganterer Judith und die Spieß Andrea. Und als Referenz. Aber es ist kein U dabei, also es haben alle über 100 Meter geschaut. Richtig. Und die Referenzweiten, die es jetzt brauchten würde, um den 8. Platz zu erreichen, waren 125 Meter und 16. Ich habe mit der Andrea heute im Stadion kurz geredet. Nachher habe ich gesagt, lohnt. Oh, ich war ganz übergerauscht. Ich habe gar nicht gewusst, was passiert. Bin ich da im Finale? Ja, und da trifft es jetzt gleich das Futter, gell? Ja, genau. Ich geh weg. Hoppa, das macht sich. Andrea ist einfach voll lustig. Also, eine ganz liebe Frau. Also, echt war immer ein Spaß, immer lustig. Sie hat es auch nicht leicht mit ihrem Mo. Der ist immer dabei. Ja, aber. Jetzt hat man es auch ausgelassen. Freut sich schon mal über den Versuch. Rutsch zu, Judith! Hopp, hopp! Aber da einen der Spur wie vorher. Und ja, der aber der Versuch war optisch. Sind wir da jetzt irgendwo bei so 130 Meter herum? Nicht ganz. Aber sie kann. Es wird wahrscheinlich für die ersten 8. Aktuell ja. Ich glaube, so 126, 27 Kanten sind. Oh, 129 gepasst. Ja, cool. Aus ihrer Mannschaftskollegen, die Mulser Sonja, aus die 8 Starter ausgeklossen. Aber das heißt eigentlich dann auch, dass maximal eine der beiden Italienerinnen nicht weiterkommen kann, weil richtig. Sind wir momentan auf die Plätze 8 und 9. So, jetzt nur die Meier-Stefanie aus Kanada. Ich glaube, ob sie noch mehr Bombe zünden kann. Ich glaube, so schlecht war er nicht, aber da ist ja doch ein bisschen ein Klassenunterschied da. Ich wollte sagen, aber ich glaube nicht, dass eben die Power hat, dass eben auf die 120 da auf Birikum oder auf Mitte 120 geht. Das sind gute 110 Meter. Ich glaube, sie hätte aber ihre eigene Bestweite mit dem Schuss verbessern können. Genau, aber das war's dann noch. Aber ich würde sagen, das war's. Wir hatten nicht einmal das ganz, aber eben. Aber sehr ähnlich wieder. Ja, also, sie hat ihre Bestweite bestätigt, sagen wir mal so. Nennen wir es so.
So, und jetzt kommt die Kleinberger Melanie, die hat sicher andere Ansprüche und würde jetzt sicher unter die ersten auch reinkommen. Und so weit hat sie gehabt. Also diese 3 Meter, 4 Meter, die ja, sind sicherlich zu finden. Die hat es auf alle Fälle drin, dass die Sprays, also ich wollte gerade sagen, was mich wundert ist, dass sie eine warme Jacke noch haben. Aber anscheinend, also es geht wirklich draußen, man sieht es auch an die Fahnen, die man ausschaut, dass da ein ziemlicher Wind geht. Und das hat immer heute der Thomas, sage ich, der Philipp im Interview auch schon gesagt, ja, dass das bei der Schlussabgabe und Vorbereitung vorher ein bisschen beeinträchtigt. Und da der ein oder andere vielleicht mehrere Probleme hat. Ja, es ist halt einfach brutal ungut, diese kalte Wind. Ja. Ja, auf der rechten Seite. Ganz zufrieden ist, glaube ich, nicht. So nach der Körpersprache zu urteilen. Ja, wobei er läuft. Aber er läuft nicht. Also für die ersten Aufbildungen reicht es. Ja, der läuft über gut 130. Ja, kegelt die Judith wieder raus. Richtig. Und somit ist aktuell eigentlich aus Italien nur die Altenberger Sophia drin. Und somit ist die schon mal safe im Finale dabei mit den 133 Meter. Ja, wir warten noch. Der Live-Ticker kriegt es mal nicht. Das war denn so schnell? Also wir haben einen Stadionsprecher gehört, es waren 133 Meter irgendwas. Ja, mit dem Live-Ticker war es schon, ist nur bei uns noch nicht. Geht jetzt wieder nicht, das ist ja lustig, gell? 133,06. Machen sie auf jeden Fall. Haben wir uns eigentlich extra was ausgedacht, dass so, jetzt ist Sonja. Sonja kämpft jetzt quasi um den Einzug ins Finale. Ja. Und sagt, sie wird die englische Bestweite. Zumindest mal vorläufig, aber sie war wieder nicht ganz zufrieden. Ja, es ist ja nicht richtig locker flockig rausgekommen. Aber, ja, es wird beinhalt. Was ist der 8. Platz aktuell? 128,94, oder? Ich glaube, das geht sich nicht aus. Ich glaube, sie wird, in dem Fall behaupte ich, sie wird ihre eigene Bestweite verbessern, aber es wird nicht reichen, um da die Platzierung zu verbessern. Hm. Er hat es um 2 cm. Um 2 cm. Hat die Altenberger Sophia aus dem Finale rausgeschossen? Ja gut, aber die Lehrer ist noch, oder? Ah nein, die war schon. Ja, die Sophia kommt jetzt. Ja, sie kommt jetzt wieder zurück. Dann sie jetzt die 2 cm wieder. Aber nur das, dass die Schweizer Fans ziehen gerade bei uns vorbei ab. Andrea geht vorbei. Die holen wir jetzt nochmal kurz rein. Genau, jetzt holen wir es nochmal kurz rein. Jetzt gehen wir rein. Doch, nein, wir brauchen jetzt ein Interview von dir. Nein. Wir brauchen ein Interview. Wie sind die Eisverhältnisse draußen? Gut, sehr gut. Gibt es irgendeine Spur links, rechts? Da braucht es jetzt die richtige. Die Spur nicht gekriegt haben. Nein, ich glaube, jetzt auf die Mitte ziemlich geht's. Geht's ein bisschen? Ja. Okay. Aber trotzdem super Leistung gemacht. Also, also vielen Dank für die Informationen und schönen Abend. Ja, wir sehen uns noch.
Das ist natürlich auch cool, was sie ist mit Meckern fertig, geht bei vorbei, gibt ein kurzes Interview. Also das ist ja eine, die jeder Sport hat, dass da einfach so, oh, da fragst du die Richtige, die, genau die, die die Spur nicht getroffen hat. Aber, also wie wir schon gesagt haben, so tendenziell Mitte, eher eben leicht auf der in Schlussrichtung linken Hälfte leicht haltend, aber ziemlich zentral soll es laufen. Jetzt haben wir natürlich die Sophia leicht übersehen durch diese kurzen Statements. Ja, sie war deutlich zu kurz. Aber somit haben wir eigentlich die 8 Finalisten stehen. Finalistinnen. Sorry, Finalistinnen, da hast du natürlich recht. Ja, mit diesem Fender-Teilzeug bin ich nicht ganz so firm, ich bin noch von der alten Schule. Jetzt warten wir mal kurz noch den Schuss von der Birgit ab. Weil der läuft da auch noch recht gut. Ne? 130? Ne? Ne? Wahrscheinlich nicht ganz. Na, wird nicht reichen für 130. Neben uns machen sich schon die Herren warm. Macht man auf die Weite. Ja, aber ich glaube, man sieht es am Gesicht und an der Körperhaltung. Es ist schon sauber. Also, angenehm ist es da draußen nicht. Naja, sie sagt, es ist in Ordnung, aber gut ist was anderes. Ja, es ist ungefähr bei ihrer Bestweite, da fahren wir jetzt 200 Meter. Ja, ich bin jetzt auf die nächsten 3, 4, 5 Mädels gespannt, ob sie die Tendenz von der Bahn weitergeht, dass eben nicht mehr ganz so an die 140 hinkommen. Wir haben auch gestern für die Befürchtung einmal kurz gehabt, dass die Platten eventuell jetzt dann, dass die Platten gewechselt haben, nein sein kann. Und das war aber dann nach dem ersten Durchgang auch wieder relativ schnell eigentlich die Angst vorbei, weil es da ein bisschen zogen hat. Ja, da sie dann. Ja, wieder ein bisschen Unruhe beim Auslassen. Ja, hat immer eine leichte Vibration drin. Und das nimmt er halt doch relativ bei Schwung am Anfang. Hat so eine gute Geschwindigkeit. Und sie sind jetzt auch genau das, was die Andrea gesagt hat. Sie halten sich jetzt sehr mittig. Also ja. Diese Vermutung von uns, der Laien hat, dass man da aus Schussrichtung eher links, dass da besser geht, scheinbar doch nicht der Fall. Ja, mei, du. Außer es dauert sich keiner mehr aus. Ich weiß nicht. Ja, es ist so. Engelbrecht hat es mir auch gesagt, das ist natürlich gefährlich, auch wenn da drüben vielleicht die Spur wäre, die vielleicht vermeintlich besser ist. Ja, wenn du nicht auf ein paar Zentimeter genau die Spur dann triffst und einen Tick weiter springst, dann bist du auch... Was habe ich zum Verlieren, wenn ich noch 3 Versuche habe, kann ich doch mal schon die Richtung einschlagen. Ja, aber er sagt, wenn du lieber einen Stock weiter herum bist, dann kommst du vielleicht gegenüber der optimalen Spur um einen halben Meter oder Meter kürzer, aber wenn du die dann um ein paar Zentimeter zu weit links bist, dann bist du um 20 Meter zu kurz, weil du aus der Bahn rausläufst, weil es eben dann zum Abtragen anfängt. Okay. Schwiego, unser Counter bei den Zuschauern. Explodiert, oder wie? Explodiert war jetzt übertrieben, aber wir haben jetzt... Nicht ganz bei 200, wir haben bei 196. Also ich sag jetzt mal. Teilen. Ha. Damit wir das interne Ziel noch erreichen. Ich tippe ganz drauf, dass sie da jetzt noch ein paar beim Essen sind und dann sie als Nachspeis dann die Herren zu Gemüte führen wollen. Also da kommen da. Oder zumindest raus. Das Finale der Damen, dann das die letzten zwei Durchgänge. Ja, Annalena stoppt recht missmütig, aber davor war es dann nicht so. Bebeling kann. Also wenn sie diesen goldenen deutschen Tag halt noch beibehalten werden, die Mädels aus Deutschland, dann müssen sie mal Gas geben.
Ja, sie hat einmal wütend nachgeschaut und sie ist jetzt auch wieder links. Also, vielleicht geht unsere Spekulation auf, sofern sie nicht hinterm Baum bleibt. Ja, das ist es. Ja. So ab 100 Meter hat der Engelbrecht gesagt. Aber da hätten wir einen guten Speed gehabt. Ja, ja. Aber das ist genau das Gefährliche. Dann birgt er ab und dann hast du keine Chance mehr. Und dann bist du um 20, 30 Meter. Jetzt kostet es, wenn sie um einen Stock weiter herin ist, laut der Theorie vom Bundestrainer, dann läuft er in der Gesamtweite vielleicht einen Meter kürzer, als wie er ganz draußen läuft. Aber er läuft und bleibt drin. Ja. Und das ist ein ganz neuer Grad, was du da treffen musst. Und das ist halt dann nicht ganz so einfach. So, das Nationalmannschaftsküken, die Sabina. Der Arm komplett getaped, gell? Ja, sie tut jetzt seit zwei Wochen da weg, kommt freigelassen, gell? War letzte Woche bei der Auflage war nicht gut und sie ist weit links. Jetzt auf der Zürich. Ja. Schauen wir mal, ob wir die 140 jetzt noch mal knacken. Also vielleicht sehen wir jetzt dann langsam einmal einen Ruschlager. Wieder für einen Ruschlager. Ja, aber ich war, bin ehrlich, bin ich für zwei Ruschlager. Das stimmt wohl, ich war für zwei Ruschlager. Dann hätten wir noch mal stechen. Ein Ritter am Ritten, das war halt was, gell? Ha. Und? Sie ist weit rechts. Ach, weit rechts. Aber vielleicht da diese polierte Spur, polierte, in Anführungszeichen, diese glänzende Spur, die glaube ich bringt schon noch den einen oder anderen Meter. Auf der sie da so dahin reitet. Am Ritten reiten am Ritten. Jetzt werden wir mal. Aber ich habe vorher eben wie in der Kantine von den Helfer war, da muss ich eh noch einen Schlupf, einen Kantinenwirt, den muss ich noch grüßen und der hat einen genialen Spruch zum Besten gegeben. Boah, ein Philosoph vor den Herren. Ich muss nicht alles sagen, was ich weiß, weil was ich nicht gesagt habe, kann ich immer noch sagen. Keine Ahnung, was er damit sagen wollte. Das, was er nicht gesagt hat. Nein, ich muss sagen, also sie sind da herunten echt sehr bemüht, um sowohl die Sportler als auch die Leute, die da arbeiten, machen dann. Es sind viele Leute, die auch am Arbeiten und machen da und das jetzt schon seit zwei Wochen. So, jetzt wird das Teilnehmerfeld reduziert. Und wir haben in die Finalspiele eben nach unserem Kenntnisstand insgesamt vertreten 4 Österreicherinnen, 3 Deutsche und eine Italienerin. Und auf den Medaillenplätzen stehen aktuell die Lisa Marie Stampfl, die Sabrina Engelbrecht und die Evelyn Perhaupt. Also die Sabrina im Österreich-Sandwich. Richtig.
da der Munigjörg alias Wettbewerbsleiter gibt gerade die Ergebnisse durch für die Zuschauer, die in der Eiseskälte ausharren und Stimmung machen, bevor es dann mit den finalen beiden Durchgängen durchgeht. Und ich persönlich hoffe, dass wir schon nochmal so eine Top-Beite sehen. Also, dass wir die 141-32 von der Lisa Marie, dass die nochmal gepackt werden. Ja, es trüffelt momentan so ein bisschen dahin, weil sie eben an die 140er nicht mehr hinkommen haben seit dem ersten Durchgang. Da müsste jetzt vielleicht irgendwann einmal nochmal so einen 140er fürsten, damit die anderen auch ein Signal kriegen, hoppala, die Bahn gibt das noch her. Und nur mal alles aussehen. So, Sonja eröffnet die zwei letzten Durchgänge im Finale. Ja, Flatterer drin, kann man machen, so ganz schön. Du kannst, glaube ich, immer noch nicht ganz zufrieden. Aber er hat immer noch ganz eine gute Geschwindigkeit. Ja, aber die ersten 10, 20 Meter. Und siehst du, also, die Spur, glaube ich, ist gar nicht verkehrt. Weil hast du gesehen, über etwas, der dann nur noch. Ja, ja. Ich glaube, was dann noch geschwommen ist. Aber siehst du, also, die ersten 10, 20 Meter hast du immer so leichte Flatterer drin. Und du siehst, es ist auch an, bei ihrem Gesicht so rot und Ding, das ist. Also, die ist. Da geht der Wind richtig und das ist. Nein, sie hat sich durch das an meinem Rang verbessert, 131,45 und freut sich jetzt auch endlich einmal und das, obwohl er nicht optimal war. Ja, also ich sage, das ist noch für eine Überraschung gut, sage ich. Jetzt habe ich natürlich so ein bisschen, ich denke jetzt einfach mal, Christopher, was meinst du? Sie muss morgen Mannschaft Finale spielen. Und macht jetzt da heute auf Nacht Weitschüsse. Da haben die Damen vielleicht nicht ganz diese Rotationstechnik wie bei den Herren drin. Aber könnte es sein, dass das vor ein bisschen eine Beeinträchtigung ist? Ja, es ist sicher. Ich glaube, wenn sie nicht der Meinung wäre, dass sie die Kraft hat und dass sie sich da nichts vertut, dann würde sie nicht mitmachen. Aber sicher kann es ein Faktor sein. Also das wollen wir nicht ausschließen. Wenn wir dann morgen die Italiener, wenn sie morgen die Italiener die Partie gewinnen, dann können wir sagen, wir haben uns sauber täuscht, aber. Ja, aber ich sag mal, optimal Vorbereitung ist was anderes, oder? Gibt sicher eine bessere Vorbereitung, bin ich bei dir. Einfach, man darf nicht vergessen, das Finale morgen ist ja auch erst am Nachmittag, das ist ein langer Tag, weißt du? Ja, und wenn eben. Sie da heute bis um 8 Uhr oder sowas draußen in der Götten steht und morgen in der Früh wieder am Eis, das ist halt schon. Das ist schon zart. Ja. Jetzt kommt bei Österreich Armada mit kurzen deutschen Unterbrechungen. Kleinberger Melanie.
Oh, es ist bei dir. Der geht rechts aus der Pause, ja. Ja. Clever. Er weit hat es mal, jetzt ist er draus. Ja, aber der hätte einen guten Speed gehabt, das sag ich dir, gell? Aber sie hat schon gesehen, wie wir auslassen, dass sie nicht ausgeht. Ja. Tut mir jetzt ein bisschen leid für die Damen, dass eben der Spannungsfaktor ein bisschen niedergehalten ist aktuell. Ja, es scheint mir doch zu, wenn heute in der ersten Runde doch schon der Hammer fallen lassen worden ist und da sieht man mal wieder, wie wichtig ist, das ist, dass er da gleich der erste schon passt. Weil die ersten beiden Weiten mit den 140 sind beide im ersten Durchgang jetzt über. Ja, ja. Und dann, jetzt greifst du mal halt dann mit den Top-Weiten, wo im zweiten Durchgang ist auch noch, sind auch noch Top-Weiten, ja, mit 138, 139 noch. Ja, aber das war die Evelyn, die zeitlich gleich nach der Stampfel ist einmal reingekommen ist, weil sie in der ersten Runde eine Nullerweiten gehabt hat. Das war die erste, die war 2 Minuten nach ihrer. Und dann ist eigentlich kontinuierlich eher nach unten gegangen. Ja, mit der Auflage wird es dann sowieso ganz schwierig. Nein. Da wird sich die Petra ein bisschen ärgern. Aber da so leicht, ja, da so leicht rechts, so kann man hier. Der Kind trotzdem noch fast 130 und das mit den Wackler. Ja, das ist halt vielleicht doch ein bisschen ein Faktor. Ich persönlich bin ja kein Weitschützenprofi, aber ich würde das befürworten, wenn beim Weitschießen nicht nur diese eine Wertung haben, oder diese eine Weite, die in die Wertung kommt, sondern wenn wir da mehrere hätten, drei von fünf oder zumindest zwei, dass man da einfach... Da das Mittel so ungefähr. Ja, das einfach wirklich so, dass man auch kontrolliert hat das Ganze, dass man einfach mal sagt, okay, gut, ich kann da nicht immer noch voll alles riskieren, sondern nicht nur ein bisschen auf meine Konstanz und auf meine Technik mehr verlassen. Nicht nur auf den Lucky Punch in dem Sinn, sondern eben... Und wer weiß, vielleicht haben wir die was jetzt da ganz vorne sind, vielleicht haben wir die zu Beginn, die machen wir einen Sicherheitsschuss und der ist einfach schon von der Technik her sauber gewesen. Ja, der war aber ziemlich gut. Aber der Kopf nicht drinnen war. Ja, der meine war jetzt so richtig gut. Der war bestimmt richtig gut, aber an die 440 kommt er wieder rein. Ja, der war die letzten 20 Meter da ab 120, 125 Meter irgendwie bremsend. Weil wenn du glaubst, sie war jetzt eine rein von der Reaktion von ihrer. Und 34. Ja, sie war es aktuell nicht. Was soll ich machen? Ich bring's nicht vier. Obwohl ich ihn relativ gut. Ja, kommt gleich ein Kommentar, das wäre schlecht für den Schätzl. Ich glaube gar nicht, dass er schlecht werden wäre. Er wird vielleicht nicht ganz überbasen und wenn der Junge nämlich auch mal sauer auflegt, dann können sie die anderen ganz schön machen. Ich würde sagen, wenn der Schätzl nicht mit 90 oder 95% von der Kraft wird, sondern bloß mit 75 bis 80 geht, dann liegt dann vielleicht Fiener hier und kommt fast wieder genauso weit. Ja. Also, und vielleicht wird er ein bisschen mehr an seiner Technik dann arbeiten bewusst. Richtig, weil aktuell ist es so, er sagt, einen von den 5 kriege ich hier oder einen von den 3 jetzt einmal kriege ich hier und das. Oder er sagt sie, wenn ich bei den ersten 4 nicht hinkriege, dann tauche ich nur ein bisschen mehr. Oder so. Ja, weil unter den ersten 3 nur zumindest einen hingegangen, der wo läuft. Damit er nochmal 2 kriegt. Da siehst du es. Ja, da siehst du es. Da biegt er dann, gell? Ja. Du meinst, jetzt läuft er noch und läuft noch? Nein, dann kommen wir. Aber das ist schön rausgekommen, der war richtig dynamischer Schuss.
Jetzt geht weiter, Sabrina. Viel Spannung, tu uns den Gefallen und fährst 1,20 Meter weiter wie vorher. Weil sonst, es ist momentan positionsmäßig alles ein bisschen festgenagelt und wir fährst ja ein Ding runter und das war's dann. Also. Ja, die kommen auch auf eine eigene Weite nicht mehr wirklich hin, wenn man so sagen kann. Ja. Die Veranstalter vom Weichflössen haben die Spieler gesagt, sie dürfen mit den Bikes nicht auf dem Eichstock drauf steigen, weil er sonst so ausschaut. Und keine Behänzen da noch verkaufen. Und die? Ja, mich nicht. Das war das Sinn. Weil Flock in dem Sinn hat er keinen, weil er war er noch neu. Den können wir gleich ungültig machen, Mädel. Ich glaube, das können wir mal probieren. Was so geht. Also die lassen nur laufen, weil es vielleicht auch langweilig wird, der da auf der rechten Seite läuft. Ja, alle warten gespannt auf die Weite. Das mit der Auflage. Ja, das ist auch gerade irgendeine Auflage. Also. Ja, ich bin mit einer normalen Technik vielleicht eh noch was. Also, wir hoffen es einmal. Ich glaube, wenn es da eben die richtige Bahn optimal erwischt, dann kann noch was gehen. Ja. Wenn es vor einer halben, dreiviertel Stunde mal so erfahren ist, dass die Mädels die Bahn schießen, dann sind wir froh, wenn wir noch mal 140 kriegen. Ja. Das geht uns eigentlich die ganze Zeit oder so, dass da mal. Boah, wollen nicht sein. Wir haben ja in der Vorrunde gesehen, eben die Meil-Kennifer, die war eben einfach von der Weiten her, sage ich mal, 20 bis ja, gute 30 Meter hinterhalb vom Leistungsvermögen und lässt dem ersten gleich einmal einen aussehen, wo man denkt, puh, jetzt, wenn da die Gurten wirklich einmal einen richtig auszubringen, dann sagen sie nicht, aber die Bahn gibt es, glaube ich, aktuell nicht mehr, mehr. Also der war jetzt richtig viel eigentlich. Kann man als technisch sehr sauber, ja. Weißt natürlich immer nicht, wie viel Dampf hat es wirklich reingegeben, hat es alles rein da oder was sie versucht dann. Ja, aber schau, okay. Der geht noch. Siehst du das? Und das war einfach jetzt eine brutal saubere Technik, gell? Ja. Und das sind wieder an die 140, also. Das sind so 140 rund. Mit einer sauberen Technik ist nicht ausgeschlossen, dass man da nochmal 140 senkt. Also was gießt denn? Da haben wir so eigentlich abgeschlossen mit dem Wettkampf und auf einmal haben sie doch nochmal ein paar gute raus. 140-62. Ja. Also ganz so ist wirklich was. Also der 140er ist noch drin, haben wir gerade gesehen. Das ist jetzt, wie du gesagt hast, hoffentlich eine Motivation für die anderen Mädels. Wir hoffen mal das Beste, dass wir da doch noch. Ja, lieber Hermann Mühlhans, ja, es kann sein, dass wir das früher auch schon bewertet haben mit schon Versuche. Wie gesagt, Christoph und ich haben jetzt nicht unbedingt die Weichflussexperten, das ist jetzt unsere persönliche Meinung, dass das vielleicht besser wäre. Und weil mit den Schiedsrichtern, das ist egal, ob im Eichstockflossen, Fußball oder sonst was, der eine wird so, der andere so und der eine sagt, der war am Ring und der andere sagt, der war nicht am Ring. Ja, also da über ja, die Schiedsrichter können wir jetzt nicht. Das hätte jetzt auch keine Kritik oder sonst irgendwas sein sollen. Ich glaube, das ist ja immer das Schwierige beim Eichstockflossen. Wir vergleichen uns mit anderen Sportarten, aber vielleicht müssen wir auch unser eigenes Ding machen. Nicht? Also, ich weiß jetzt nicht, ob das beim Eichstockschießen so ein Thema ist, ob Versuche dann gültig oder ungültig sind. Das ist vielleicht bei anderen Sachen schwieriger. Das wären einfach Sachen, die was man vielleicht diskutieren kann. Ich glaube, wir sind ja mittlerweile wieder ein dynamischer Sport geworden, was jetzt auch so das ganze Regelwerk angeht. Und vielleicht braucht es ein bisschen Veränderung, um auch wieder mehr Publikum und jüngeres Publikum anzuziehen. Und vielleicht muss man aber was ausprobieren und auch wenn es in die falsche Richtung dann geht, dann hast du nicht, dass das alles immer in Stein gemeißelt ist. Man muss sich vielleicht ein bisschen ausprobieren und mutig sein.
Ja. Man muss ja nicht immer gleich vielleicht eine internationale Bewerbung machen. Man kann das ja auch mal in einem Turniermodus oder auf Pokalebene oder sowas ausprobieren. Also. So, jetzt den letzten Versuch. Gehen wir in die letzte Runde rein. Hoffen wir, dass jetzt noch mal ein bisschen was passiert, damit es nicht ganz so dahin tröpfelt. Nein, das war es nicht, Birgit. Trotzdem Finale dabei gewesen. Da liegt der Hut, oder? Nein, er hält ein paar auf. Hoppeli-Wallbikes. Damit der Stock jetzt hier ist, oder? Ja. Jawohl, Kerzen nicht verkaufbar. Hoffentlich ohne Spikes. Wenn er Spikes ankommt, dann ist es vielleicht am letzten drin. Ne? Dann nimmst du ihn günstig. Nein, der gefällt mir nicht. Dieser Stock vom Grimmichi, der gefällt mir nicht. So, Sonja, 1,5 Meter gut brauchen wir noch für die nächste Verbesserung, dass du auf den 6. Platz kommst. Gib Gasmittel. Ja, und die hat sich sicher was gefallen. Also die hätte, glaube ich, schon gerne mal Medaille mitgespielt. Ja, aber da waren es zu stark, die anderen. Sie kann ja jetzt einen Ausschlag hinten. Geht natürlich immer, ja. In der Theorie, ja. Eine Geschwindigkeitsmessung wäre super. Ja, die Regel gibt es sogar. Also das existiert. Nein, im. Der ist ungültig. Der ist ungültig, das stimmt. Der ist überwacht. Aber die Nummer mit Geschwindigkeitswettbewerb, du bist doch auch gerade im Regelheftel recht gut unterwegs. Das gab es doch im letzten Regelheftel. Ich weiß nicht, ob es im neuen Regelheftel rausgenommen worden ist. Gefährliches Halbwissen. Ich glaube, es gibt diesen Geschwindigkeit. Aber warum soll ich bei einem Weitschießen eine Geschwindigkeit messen? Ja, wenn das, ist, wenn das ist ein schnelles Schießen. Das ist ja auch eine, ich glaube, eine eigene Disziplin. Ja. Und ja, also, das ist für mich sicher, wäre es vielleicht manchmal interessant, dass ich sage, okay, was hat denn der für Geschwindigkeit an was für einer Position, dass ich da so eine Tendenz vielleicht habe, bin ich die Spur ausschlaggebend. Wie vielleicht, wenn das so gemeint ist, dann absolut bin ich dabei. Das haben sie noch am 3. bei der WM eben gehabt. Genau, ja. Dass sie eben da noch 20 oder 30 Meter haben sie da so eine Radanfalle. Ich würde es sogar noch weiter hinten machen. Ich würde es irgendwo so bei, wenn man das so bei 145 Meter sich bewegt, dass man es vielleicht bei 100 Meter machen, dass man da sieht, okay, was hat denn der da noch für Restgeschwindigkeit, dass ich dann da sehe, wie ist denn die Spur da, wo der ja, ist. Ja, oder so ähnlich wie beim Bobfahren jetzt, wo es mehrere Positionen haben, der hat das Tempo bei 100, bei 50 gehabt, dann hat er bei 80 beim Bobfahren ist halt ein bisschen ein größerer Abstand dazwischen, das ist halt da bei uns wahrscheinlich. Ja, aber. Aber natürlich, ja, warum nicht? Wenn ich es also an der Bahn habe, wo ich eben dann also einen Anträger habe, wo es eben da an der Stelle, dann sehen die Zuschauer auch gleich, ah, der war da
60, der war, da hat er noch 50 gehabt. Müssen wir vielleicht noch kurz erklären, weil der Schnellwettbewerb ist ja, glaube ich, direkt an der Abschlussstelle. Also gleich da, wo die Linie ja, ist, glaube ich, sogar über eine gewisse Distanz, definitiver Durchschnittsgeschwindigkeit. Ja, 5 und 10 Meter, irgendwie sowas. Ich weiß jetzt auch nicht mehr auswendig. Weil ich mich noch gewundert habe, wo ich das gesehen habe, dass sowas existiert. Ja. Also im Regelbuch existiert. Ja, das war mal eine Überlegung, glaube ich, was ich mich richtig erinnern kann. Wenn der Platz nicht ausreicht. Dass eben diese Alternativ zum Bikesurfen dann in der Eishalle quasi so einen Geschwindigkeitswettbewerb machen können. Aber der hat sich eigentlich, kaum dass er beschlossen wurde, eigentlich nie wirklich durchgeführt. Ja, schau, da, der geht noch. Ui, die Linie. Ja, siehst du, er ist doch der Big Deal. Ja, und der ist vorher so aus der Linie rausgekommen. Aber sie hat sich verbessert. Bleib drin. Ja. Wie gesagt, sie hat sich nochmal verbessert. Ja, persönliche Bestwert im letzten Versuch. Das heißt, der hat nochmal alles rausgekaut. Das heißt aber auch, es waren nur so 2-3 Meter an keinen drin. Ja. Naja, jetzt haben wir mal da Bulk, wo es jetzt mal um die Medaille geht, die war alles sehr knapp beieinander. Ja, wollte ich gerade sagen, also da. Also die 338. Da kann sie jetzt schon vielleicht zumindest um die Medaillen ringen, noch ein bisschen was da. Und ja. Wenn es natürlich sauber rausgelassen wird, kann es auch noch ganz vorne gehen. Wollen wir das nicht ausschließen. Ne? Wenn ich das richtig sehe, dann haben wir jetzt dann an Österreich-Deutschland immer Wechsel, oder? Ab jetzt. So schaut's aus. Richtig. Da sind wieder die 348 am Anfang, gell? Ja. Das ist wahrscheinlich genau das, wo er dann eben die. Der ist ja brutal weit links. Ja, und jetzt glaube ich vielleicht da, genau. Ja, schade, der hätte eine gute Geschwindigkeit gehabt. Ich glaube zwar nicht, dass es für die 140 gereicht hat. Ja, Annalena, meine. Wenn es jetzt nicht für dich kommt, dann ist es leicht stinkig. Passt, glaube ich auch. Dann darfst du ihr jetzt in Heidemann im Hotel nicht mehr über den Weg laufen. Da kann es sein, dass es ungemütlich wird. Ja, dann sind wir sehr gespannt. Letzter Versuch, sie will es natürlich nochmal alles reingeben. Ansonsten aber haben wir die Medaillen vergeben. Wir dürfen die Technik nicht vergessen. Also einfach nur voll abholzen ist nicht immer das Richtige. Annalena. Ja. Ist jetzt vom Auszug immer so grenzwertig. Ich glaube, er ist nicht schnell mehr. Das reicht nicht für 140. Ich befürchte auch nicht. Das wären so 130. Ja, aber nicht mehr. Nicht einmal die. Ja, das heißt, die Medaillen sind vergeben. Nur die Farben noch nicht. Nur die Farben. Ja, sie macht trotzdem gute Miene zum bösen Spiel, aber. Wenn man so richtig ins Gesicht schaut, also sie ist. Zufrieden ist sie nicht. Sehr traurig. Sie hat sich von der WM sicher mehr erwartet. Das glaube ich auch. So, und die Evelyn sagt jetzt, da geht noch was. Ja, Medaille habe ich. Den guten Meter, den hole ich mir jetzt noch. Ja, sie hat im Endeffekt 1,35 Meter, oder? Nein, 2,35 auf. Gut. Und 2,35 auf. Oh! Ja, Technik war jetzt einmal, glaube ich, ganz gut. Es läuft einmal vom Puls weg sauber weg. Und hat er da eine gute Geschwindigkeit. Und ich glaube, dass die da draußen. Da links in der Spur. Ja, geht noch, geht noch, geht noch, geht noch. Geh weiter, Kim. Gut zu.
Nein, ganz hart. Fuck! Das wären auch Kinder zu. Wir kennen kein Englisch. Englisch. Ja, sie hat sich verbessern können. Ist er zufrieden, so wie es ausschaut? Und ich glaube auch, dass Sabrina jetzt unabhängig davon, wie der ihr Versuch jetzt geht, mehr wie zufrieden ist, weil dass sie bei den Damen auch schon eine Medaille holt und das mit 15, glaube ich. 16. 15 oder 16, das bin ich mir gar nicht mehr. Ja, sie hat bei der U16 zumindest noch mitgefällt. Also. Ab geht's, Sabrina. Schauen wir mal, ob wir da nochmal jetzt ein bisschen Schwung einbringen können oder ob wir mit diesem Versuch die Medaille schon fix machen können. Oh ja, der. Die ist ja eher auf der rechten Seite. Aber sie feiert noch. Oh, da ist er. Die Wagner waren da nicht dabei. Oh, der schlechte Spur, glaube ich. Ja, nein, der, also nur Gelder, nur Gelder. Aber ja, ein super. Super Versuch, muss man echt sagen, ein super Versuch nochmal rausgekauft. Tolle Leistung, Sabrina, ja, echt super. Schön auslassen. Ja, sie lacht da und auch der Trainer ist mehr wie zufrieden. Ja, da, schau, je, so gehört sie das. Super. Echt wahr. Tollen Wettkampf gemacht, das Mädel. Ja, und ich kann jetzt nochmal ganz einen lockeren Schuss von sich geben. Danke, Lisa Marie, neue Weltmeisterin 2022 bei den Damen. Ich kann da jetzt nochmal ganz einen locker lässigen Schuss machen. Die will sich ihre eigene Bestzeit auch nochmal verbessern. 100% möchte ich da jetzt eben auch nochmal sagen, hey. Aber die wird es jetzt sicher am allermeisten genießen. Ich möchte jetzt nicht bloß, dass ich. Wobei man muss auch sagen, sie hat es mehr wie verdient und da ist jetzt egal, ob wir eine oder zwei Weiten gewertet haben. Sie waren nämlich mit ihren bisherigen zwei besten Weiten jetzt mal erste gewesen. Absolut, ja. Nein, der wird es nicht. Da hat sie jetzt nicht mehr ganz den letzten Rest eingegeben, glaube ich. Das war schon. Ah, hat ein bisschen verhalten ausgeschaut, ist mir gewachsen. Aber ich glaube, sie lässt sie jetzt. Sie lässt sie jetzt feiern. Und auch das mit Recht. Gratuliere, Lisa Marie, du hast den deutschen Bann gebrochen. Ja, wir haben eigentlich schon gesagt, der Kunststoffer dabei und die Österreicher und die Damen gestern auch schon. Vom Weitschüssen, die Dominanten. Christian auf Nacht, die haben auch schon die Nationenwertung gewonnen. Ja. Und da haben sie. Wir haben das jetzt einfach fortgesetzt, was gestern angefangen haben. Die Deutschen haben ein bisschen besser zurückgekommen, wenn man jetzt so schaut. Haben die kleine Schalte von gestern wettgemacht. Engelbrecht Sabrina, super zweite geworden. Und ja, eine mehr als verdiente Weltmeisterin aus Österreich, Lisa Marie Stampfl. So, das heißt, wir werden jetzt nur mal eine kurze Pause machen und geht weiter um. Christopher ist der Herr des Zeitplans. Ich bin der Herr der Zeiten. So ungefähr. Mein Zeitplan sagt 18 bis 21 Uhr, Wettbewerb, Damen und Herren. Ja, das ist cool. Ja, super. Wir werden dann nicht bald weitergehen. Ich sage mal, da haben wir voll im Zeitplan. Aber. Wir machen einmal kurz stumm, der Michael schreibt vielleicht nochmal eine Werbung und wir melden uns dann, sobald es weitergeht. Also dann dranbleiben, bis gleich.
Goodness is a choice, like our new recipe. We use non-GMO alpine milk and grow sustainable vanilla for the 100% natural taste of Loacker. Now more than good. Loacker, pure goodness.
Goodness is a choice, like our new recipe. We've added more Italian hazelnuts to the Napolitaner cream for the 100% natural taste of Loacker. Now more than good. Loacker, pure goodness. Da! Wir sind wieder da. Schön, dass wir wieder da sind. Ja, ich bin da. Geht weiter mit der Entscheidung der Herren. So. Schauen wir mal. Sie haben da gerade auch wieder diskutiert. Ja. Habe einmal einen 108er. Danke. Sie haben schon wieder diskutiert mit Platten und der Weichinger Markus hat probiert. Also, ja, schauen wir mal, ob sie es hinkriegt haben. So was Passendes entdeckt haben. Perry lässt ihn raus. Schauen wir mal, ob er in der Bahn bleibt. Leider nein. Seid ihr mal gespannt, was für Platten das auserkoren haben? Wissen wir das eigentlich? Es sieht immer nur schwarz. Ja, da wissen wir, dass es da drei verschiedene gibt. Tendenz ist da eher, glaube ich, die langsame. Oh, 7,05 Meter bei der Bahn ausgegangen, also da ist noch Potenzial nach oben. Ja, wir spekulieren einfach mal wieder und wünschen uns, dass die Bahn ausgeschossen wird, oder? Genau, das ist eigentlich. Ich habe keine Ahnung, aber wir wünschen uns, dass die Bahn ausgeschossen wird. Ist mir wurscht. Braucht keine Ahnung, habe ich nicht, dass die Bahn ausgeschossen wird. So ungefähr. Den meine ich. Also die mittige Nummer, aber dann geht es ein bisschen nach links weg, oder? Ja, geht es nach links weg. Die mittig ausgeschaut, aber da gibt es ihn nicht. Ja, ich bin auch aufgeklärt worden, ich habe mir selber gesagt, der Trichter ist nicht ganz parallel zum Eisring einzeichnen, der zeigt ein bisschen nach rechts vom Spitzen aus. Also wenn man parallel zum Eisring schießt, schießt man auf die linke Seite. Auf den Trichter nach links. Also von dem Battle, wo wir jetzt gerade haben, schießt man dann nach rechts. Ja. Meter. Ja, wir können momentan noch überhaupt nicht. Und jetzt kommt eigentlich meine Technik für Liebling. Die geistert mich jetzt mal wieder. Ja, aber es setzt sich dann auch wieder nicht ganz wirklich durch, gell? Ja, es ist ja der einzige. Es ist ja der. Exakt, Damian, ich hab's den letzten Tag schon gesagt, Damian hat das am Anfang nicht gemacht. Aber das. Oder er hat das auch gehört. Keine Ahnung, ob er da die fehlende Effizienz gesehen hat oder ich weiß es nicht, aber. Ja, ich glaube, mit der Richtung ist er da schwierig. Also vom Hebel, glaube ich, ist das schon eine super Sache, aber. Ich glaube, mit der Richtung ist es brutal schwierig, oder? Ich weiß nicht, aus der Drehbewegung und... Ja, und ich sage jetzt mal, jetzt schaut euch einmal den Körperbau jetzt da vom Thomas Pichl an. Er ist relativ drahtig, um nicht extrem ausbaut, sage ich jetzt einmal. Und jetzt merkt euch einmal den Körper da und dann schaut euch einmal den Körper vom Fetzl an. Ich weiß nicht, ob er die Rotation mit seinem Körper so hinbringen wird. Da gebe ich dir recht, ja.
Weil du musst natürlich schon sagen, also da ein komplett gestreckten Arm. Ja. Das muss schon irgendwie. Ja, das ist ungültig. Mit der Schulter. Aus Gründen. Aus Gründen. Vielleicht hat er einen ungültigen Punkt, wir haben es nicht gesehen. Ja, jetzt konzentrieren wir uns auf die Österreicher. Manu Wildhölzl. Er hält sich mal rechts auf der Bahn, weil wir wissen, jetzt geht es mir nur nach links ab. Wenn man sagen, der ist ganz ja. Schön flott unterwegs gewesen am Anfang. Das war schon. Ja, ist auch, glaube ich, bei dem. Naja, 110, 111. Ja, ist so. Also, die Bahn schießt man halt nicht aus, wie das mal. Ich glaube, es ist halt schlecht, dass da einer unschluckt. Michi, sag einmal unserem Kameramann, er sollte den Balken ein bisschen weiter vier drücken. Ich bin dafür, wir machen da bei so 125, 130 Meter Balken, damit wir es ausschießen. Ja, 116,66, also ich glaube, es wird sich halt so bei den 120 Meter wahrscheinlich dann einpendeln. Schauen wir mal, was dann so die Kapazunde dann aufs Eis zaubern. Also 120 bis maximal 130, aber ich glaube, das geht alles so um den Bereich. Ich sage jetzt mal, wenn jetzt so der Michi einen Vieri bringt, dann haben wir so einigermaßen eine Referenz, wie so gekannt. Der Michi ist mittlerweile so vom Leistungsniveau, wo er eben mit diesen Granten, Weichinger, Rottmoser, Klätzl mit durchkommt, wenn er einen Vieri hat. Das ist richtig. Ah, ja, mal einen schlecht auslassen. Er gefällt mir, weil voll er ist da. Danke, Michi, dass du uns eines Besseren belehrst. Vielen Dank, Herr Spät. Aber. Das Gute ist, ich habe recht gehabt, wenn er einen Führer bringt, dann wissen wir, wer weiter seid. Also, ich habe Ahnung. Wunderbar, du bist eine Koryphäe. Das ist wie so ein Blindsherr, der so einen Kerl kämpft. Ja, also. 139,22. Natürlich schon. Die Damenwertung hätte es noch nicht gewonnen, aber. Verena weiß das gerade, ich bin der Juniorenweltmeister von letzter Woche. Also der ja, Michi, nicht der Markus. Ist natürlich auch wieder so, das ist natürlich jetzt wie Verena auch so ein kleines Knucker, nicht der Michi, gell? Ja. Der ja nicht direkt schlecht zum Anfang ist. Nur weil ich ein besseres Gedächtnis habe als ihr. So, jetzt gucken wir mal Linkshänder. Bin ja immer ganz spannend, weil beim Mannschaftsschießen sagen die Linkshänder immer, die Spur ist anders. Am Markus kümmert das immer relativ wenig. Aber beim Mannschaftsfürsten kümmert er die Spur relativ wenig. Und er war also nicht ganz zufrieden und da sieht man, der biegt halt wieder so bei den 100 Meter. Er hat aber, siehst du, der biegt den Arm um, der winkelt ihn da leicht ab. Hundertdreiundzwanzig, siebenundsiebzig. Und jetzt vor dem nächsten Sitzen machen wir einen kleinen Trommelwirbel. Yeah! Wir haben die 200 Zuschauer geknackt. Jawohl, wir haben bei 204. Geile Sache, Jungs und Mädels. Und das genau bei unserem heutigen Interviewpartner an Baumgartner Philipp. Omen. Omen statt Nomen.
Ja, vielleicht lässt der Philipp Bauern aussetzen. Genau, er hat gesagt, er ist mit einem Platz unter die Top 8, ist schon zufrieden. Ich glaube, er ist nicht an seinem höchsten Leistungslevel momentan. Ja, er ist gerade Vater geworden und hat da ein bisschen andere Prioritäten gehabt im letzten Jahr. Ist jetzt bei so 120 circa. Sagen wir so, einen lässt er sicher hinter sich, das ist der Bischof Tobias, also der eben, wie wir gehört haben, durch einen Krankheitsfall von seiner Frau abreisen hat müssen. Das heißt, 11, 10, 9, 3 muss er noch hinter ihm lassen, das er momentan gemacht hat. Also ich sag mal, es wäre eigentlich mit dem Finalplatz so ausgehen können. Das hätte schon klappen können, ja. So, und jetzt kommen eigentlich die drei, wo ich aus meiner Sicht vorher gesagt hätte, die machen Stuckerl unter sich aus, aber da hat uns jetzt der Spätmichel mit seiner Granaten, die er da rausgejagt hat, schon gleich einmal das Bessere, Billy. Eine Bühne lassen, wo man sagt, ja, da haben auch die drei zum Flugger, dass sie kommen. Ja, absolut richtig, ja. Oh, ist weit rechts. Ist weit rechts. War jetzt auch nicht so super motiviert. Vielleicht war es so ein bisschen ein Sicherheitsschuss. Mal weiter aufs Eis zaubern, dass ich mir mal nicht stehen habe. Weil da hat man jetzt nicht so übermotiviert ausgeschaut. Aber ist auch bei gute 120 Meter, so wenn ich das richtig. Aber er hat einen Unglück. Das war auch immer. Weil ich jetzt sonst am Laufen hin, er hat sich ein bisschen geflippt, ich hoffe, er hat sich nicht weh da. Die Temperaturen sind jetzt nicht so hoch. Ja, siehst du das? Er klang sich immer da in die Schulterbeugen da rein. So, jetzt die beiden deutschen Kapazunder, der Rottmoser Peter und danach. Der große Ingenieur mittlerweile. So. Lass ihn aus, die. Ja, der läuft auch mal ganz schön. Hat ihn verlaufen, die Rilotzen. Hat eine hübsche Spur? Ja. Aber. Also bei den plus 130 Meter länger. Ja, aber er hat doch mal, sag ich mal, einen kleinen Sicherheitsabstand zum Spätmichel. Ja, und vielleicht ist der Michel aber doch wieder aus dieser Perspektive rechts, also links vom Schützen aus. Vielleicht ist da doch ein bisschen eine Spur drin, in dem was ein bisschen schneller geht. Ja, das hat zumindest so ausgehört, weil Michi seine ist eigentlich viel ausgelaufen. Ja, der ist ausgelaufen und nicht wirklich der Big. Und da sieht man doch, wenn der langsam wird, dann fängt er sich richtig her. Ja, Peter ist auch nicht zufrieden. Also, er ärgert sich ein wenig, weil ich glaube, vom technischen Ablauf von ihm war er gut. Aber vielleicht hat er wirklich ihm gesagt, er hat die Bahn nicht so getroffen, wie er eigentlich wollte. Aktuell der Markus, das letzte Markus, noch voll angezogen. Wenn es dann ins Ende hinzugeht, wird er wahrscheinlich wieder seinen Pulli ausziehen. Schauen wir mal. Der Topfavorit denn nicht. Nein. Ich wollte gerade sagen, also der war für mich selber überwachen. Dass der Schiedsrichter zuerst das weiße Band in der Hand gehabt hat, hat mich gewundert. Ja, durch das darf er jetzt natürlich dann relativ schnell wieder. Nämlich gleich. Ja.
Ja, also wie gesagt, die 139,22, ich glaube, das ist schon mal ein guter Richtwert und ich könnte mir gut vorstellen, dass das vielleicht sogar schon der erste Bus auf Protest war. Richtung Medaille, ja. Ich sag mal, er hat einen Fuß schon mal draufgesetzt, also da haben die anderen schon mal sauber zum Werken. Und wenn du glaubst, aus dem Rottmoser-Bäder ist keiner nur annähernd. Auch nur annähernd irgendwie hingekommen. Also die Österreicher, die sind da doch noch relativ abgeschlagen, wenn man ehrlich ist. Ich erweiche mir Markus auch keinen in der Wertung. Aber ja, jetzt schauen wir auf die ersten zwei Versuche. Ja, da kommen wir gleich wieder. Wie heißt du? Wie nennst du das? Kapazunder. Kapazunder? Und ja. Jetzt wird die Abflussstelle nochmal ein bisschen sauber gemacht, weil man glaubt gar nicht, wie viel Schnee, man sieht es jetzt da, von dem paar Schuss mit den Spikes, was da Schnee quasi oder Eiskristalle rausgerissen werden. Ja, wir haben drei Spieler gehabt, die keinen Versuch in der Wertung gehabt haben. Und Martin seiner Lieblingstechnik starten wir in die zweite Runde. Richtig. Rotieren wir ein bisschen. Ja. Also, wie gesagt. Also, er hat jetzt den Stock auf der Schulter abgesetzt. Ich glaube, das ist eigentlich beim Weitschießen schon ein bisschen kritisch, oder? Nein, du darfst bloß die Platte nicht putzen. Ja, aber er hat es. Also wenn es auf der Schulter abgestellt hat. Ach so, hat er mit der Platten abgestellt? Ich hab's nicht genau gesehen, es war ein kleines Bild, aber... Er hat ihn leicht abgeboxt. Ja. Ja, ich will nicht ganz zufrieden sein. Da 101 Meter, da sieht man das. Da ist doch noch ein ziemliches Loch zur Spitze. Ja, aber jetzt haben wir es ein bisschen näher benannt. Wenn du jetzt so sagst, der Pichler Thomas, wie er da so vom Gestell rausgeht und dann sagst du immer, ein Weichinger schon, oh, ist das schon ein Gerät. Dann, wenn der Schätzel kommt, dann kommt da nur mal ein Gerät dazu. Ja. Naja, glaube ich, eine gute Spur, oder wie? Ja, das ist jetzt unser. Eigentlich unser Favoritenrichtung, aber. Aber der Big bei 120 plus, also. Irgendwie. Ja, das Bäbliche war nur ein Tick weiter links. Also. Vom Spiel aus. Ja, und ich finde, der war dynamischer. Also der hat da mehr eingelegt. Also mir hat jetzt auch ein bisschen verhalten ausgeschaut bei ihm. Ja, aber eigentlich, da ist jetzt nicht mehr verstehen, die Jungs, weil es hat sich eigentlich abzeichnet in die letzte Woche schon bei den Jugendjunioren, auch bei den Damen und auch bei Erna in der Vorrunde, dass eigentlich in die ersten ein, zwei durchging. Die Bahn tendenziell schneller ist als wir am Fluss raus. Da hat jetzt erklärt sich das Gestell vom Schätzelmarker so, ich kann mir nicht vorstellen, dass der die Rotation hebelt. Nein, der sperrt sich glaube ich ein bisschen selber. Ja, da haben die Muskelpakete einfach im Weg. Gut, das ist die Frage, nicht? Will ich die Rotation machen? Nein, es war. Oder will ich so wieder schätzen, einfach mit der Urgewalt das Ganze richten? Ja, nein, das war nur. Eben auch eine Begründung, dass es eben diese Rotationstechnik durchgesetzt hat. Genau. Ja, jetzt machen wir mal. Ja, und der Hebel ist ja trotzdem da. Ja, ist sauer, weil er da rechts um mich hat. Ich bin so blöd, sagt der Kerl. Ja, aber wenn man wieder raufkriegt, das.
Da haben wir schon den 140er. Ja, wäre der wahrscheinlich rum. Also der ist jetzt ganz knapp, da war spät Michi in der. Der ist da von Michi. Okay, ich bin so blöd. Er wollte wahrscheinlich auf die andere Seite, wo die vermeintlich schnellere Spur ist, aber ich glaube, er kann einmal zufrieden sein, da ist er mal ein sauer in der Wertung, wenn er nicht vielleicht sogar die Führung übernimmt, dann haben wir 128. Ja. Also er übernimmt einmal die Führung. Also, das ist natürlich dann nicht so schon wieder jammern auf höchstem Niveau. Also, ja. Er sich noch ärgert und dann trotzdem nur die Bestweite jetzt erzielt, da wissen wir schon, was wir bei uns haben. Zinnober, ein Trainer, und der muss ihm sagen, ja, alles gut, Junge, bleib ruhig. Dann hast du ein bisschen runtergelegt, einen Tick mehr nach vorne und dann ist er drüben und dann passt es. Also. Und trotzdem fährst du 140 Meter. Ja, also es war an jedem vorher klar, am Fetzel geht der. Wenn du den Gewinner möchtest, musst du am Fetzel vorbei gewinnen. Anders geht's nicht. Also er hat einen Totalaussetzer und macht drei ungültige kleine Anfragen. Was es glaube ich auch schon mal gegeben hat. Also nicht jetzt glaube ich vom gefährlich. Nicht jetzt vom Fetzel Markus, von dem war ich nicht, aber ich glaube irgendwo hat es mal so einen Nuller gegeben, das einer gar nicht. In Australien haben wir keine dicke Jacken zum drüberziehen, aber dafür kriegt man einen Schal. Ist auch nett. So, die Nico, damit haben wir die Leute den ersten Schuss, glaube ich, ein bisschen verplant gehabt. Da waren wir der Meinung, dass man nur Platten testet oder dass man nur schaut, ob man die richtigen Platten drauf hat. Und dann hat der Kollege Smulnik als Wettbewerbsleiter gleich schon sofort die Startnummer 2 aufgerufen und dann sind wir nicht ganz hinterher gekommen, glaube ich. Also, wir haben schon von richtig hinten geholt, gell? Ja, hat man richtig aus dem Kreuz hinten raus. Ja, aber da geht das Tempo ab. Ja, dann fällt der Grundspeed einfach. Ja, und ihm geht auch noch. Da, wenn es dann flach wird, dann fällt ihm einfach der Speed, gell? Ja. Da geht ihm einfach, er ist, wie man ihn so live sieht, er ist schon gut beieinander, aber da fällt ihm einfach auch noch, sag ich mal, ja, die Grundmasse. 10, 15 bis 20 Kilo Muskelmasse. Und der größte ist er auch nicht. Mhm. Dass man mit dem Hebel wieder ein bisschen gut machen kann. Also. Wenn du das schaust, der Anzinger Alex ist ähnlich groß, aber doch ein bisschen breiter, ist schon ein bisschen ein anderes Gerät mit dabei. Und beim Alex ist es auch so, er ist extrem explosiv, nachher von hinten raus. Wir kriegen jetzt im Chat da so Hashtags mit Nummern. Das sind die Bestellnummern. Ich weiß nicht, ob nur wir die sehen, dann muss ich dann noch herausfinden gehen. Währenddessen hat der Alexander schon seinen Schuss abgegeben. Und hat sie. Dürften wir so bei uns. Ja, ich kann sagen, nicht wirklich bei verbessert zumindest. Er schüttelt da einen Kopf, also ist nicht. Mehr. Ja, also ähnlich wie vorher.
Es sind definitiv die bestehenden Mund. So, der Winterste Manuel hat seinen Versuch abgegeben. Ja. Hat alles nicht super zufrieden ausgeschaut. Verhalten ja. Da die. Ich halt wieder bei. Also, ich glaube, es zeichnet sich auch schon ab. Also, wir haben da schon ein bisschen einen Leistungsunterschied. So, da sind 3-4 Spieler, die kommen dann einfach 10-15 Meter weiter wie der Rest. Ja. Und. Da muss jetzt schon alles zusammenpassen und beim einen von den anderen, dass da. Dass wir da Konkurrenz filtern. Grüezi! So. So, Baumgartner Philipp als nächster. Schauen wir mal, wer seine eigene Weite verbessern kann. Steht also bei knapp 122 Meter. Aktuell darf er sein Ziel erreichen, dass er. Beim Philipp, ich finde das wirklich phänomenal. Also, das ist einer von. Ja, schon eine wunderbare Technik, ja. Also. Und da sieht man. Wenn ihr das aber aufregt, gell, das, der gibt einem schon mal so viel Grundspiel. Ja. Ich sage jetzt mal, der Philipp mit seiner Technik und der Kraft vom Petzl. Was sagst du? Ja, dann. Wäre kein Balken mehr sicher. Dann braucht man den Balken nicht weiter viel. Aber jetzt mal. Da Daten auf Gordiff gesagt sind. Ja, Philipp, wieder bei den 120. War der Tisch putzt? Ja. Schon Gutschein rausgehauen. So. Entschuldigung, dass wir kurz Stille gehabt haben, aber es hat leichte Indifferenzen zwischen Musiksteuerung bei den Weichschützen vorne gegeben. Die haben gemeint, wir steuern und die Musik. Damals mehrere Besuche in Folge gehabt, aufgrund dessen. Genau, und haben wir gesagt, seid uns nicht besser, aber wir machen nur Film und einen Ton in die Welt und nicht bei euch fahren die Musik. So. Da mal wieder, es hat sich im Endeffekt eigentlich nicht wirklich was da. Ja, man kann zusammenfassen, die Spieler, was da jetzt an der Reihe waren, also der Manuel, der Philipp und der Markus, die waren alle wieder am gleichen Dreh herum. Und dementsprechend schauen wir uns jetzt an Rotmoser Peter oder Schmidt Michael an, ob die zwei da jetzt ihre eigenen Weiten noch verbessern können. Ich glaube, jetzt gehen wir wieder ein bisschen mehr erwarten, 130 plus. Ah ja, jetzt haut er ihn raus. Ja, und jetzt schreit er raus zumindest. Ja, und jetzt ist er hier und jetzt ist er auf der Seite da drüben, wo wir gesagt haben. Hier und da läuft er jetzt. Ja, da läuft er schön aus, ja.
Aber er kommt an die 140 nicht hin. Er ist eigentlich jetzt trotz der gewünschten Spur eigentlich ähnlich weit wie vorher. Ja, ein bisschen verbessert. Ja. Ja, vielleicht ist ja Michi einfach der Schuss ausgegangen im ersten Versuch. Da wo du sagst, da hat halt alles gepasst. Wer weiß, wenn der jetzt gleich ein zweites Mal, dann wissen wir mehr. Genau. Freche Seiten, aber der Michi flärt an jeden Piri. Das stimmt. Das ist egal, was welcher. Ja, aber er hat wieder einen guten Speed, glaube ich, oder? Oder ja, definitiv wieder einen guten Speed. Ja, da haben wir den 130 mal wieder knackt. Also, ja, also, ja. Also so verkehrt war der nicht. Das ja, siehst du das? Der Engelmeier Tom sagt ihm gerade. Den? Da drüben. Dann bist du wieder da vorne. Ja, mich hat vielleicht auch gesagt, komm, ich wollte die andere Spur einmal sehen. Lass mich rüber. Lass mich rüber. Ich habe auch da drüben gekommen. Erst Alter. So, haben wir jetzt eine Reihenfolge aktuelle, Setzel, Spät, Rotmoser, die alle, also Setzel 140, Spät, Rotmoser in die hohen 130er und dann eigentlich die ganze geballte österreichische Macht mit Weichinger, Bischof, Baumgartner, Wiedwurzel sind im 120er Bereich. 120 bis 127. Also heute dann ein Weichinger Markus knappe 10 Meter auf eine Medaille. Ja, was und natürlich so schon, wenn das jetzt so bleiben würde, ein sehr ernüchterndes Ergebnis für die Österreicher wäre. Also drei Teile fahren, also das war so brutal. Wobei sie haben auch die Nationenwertung mit fast 50 Meter oder über 50 Meter Differenz gewonnen. Es ist einfach ein naja, schau mal, vielleicht setzt ihr der Böllsturm ein und die Eisbrecher ändern. Wir sind ja doch auch da unterwegs. Da weiß man nie, was passiert. Du meinst, dass der Wind, der Südwind vom Gardas her aufgebrochen hat, oder wie? Der war gut. Ja, wir starten in die dritte Runde, wie ja schon zuvor. Geht es um den Einzug ins Finale der letzten acht dann, also nach dieser Runde fallen die kürzesten vier weg, respektive drei, weil ja der Bischof Tobias nicht mehr dabei ist. Und schau, es schaut für mich so aus, wenn er auf der Schulter ist. Hinterhalt. Nicht mit der Platte. Oh, den hat er aber. Der geht aber die Spur aus. Back. Umsatz gemacht. Ist er jetzt recht gewusst, trifft er nicht. Er hat es gesagt. Ja, der hat gleich geärgert. Dann hat er einen Millisekunden Song in der Hand gehabt. Ja, also Referenzweite 8. Platz ist aktuell der Anzinger Alexander mit 114,74 m. Also. Oh.
Also für den Thomas war's das? Ja. Und Perry und Damian müssen doch 7 Meter, 7, 8 Meter zulegen. Das ist jetzt auch eine Hausnummer. Mal schauen, ob der Perry einmal einen ein bisschen flacher hinlegt und nicht in der Mitte Häfen versucht, das Eis zu treffen. Ich glaube, dass er ein bisschen bei ihm echt, wobei er hat jetzt auch schon 2 Wochen ein Riesenprogramm hinter sich. Bei den Junioren gespielt, Mannschaft viel weit, Vorrunden, über die B-Gruppen. Wieder nicht. Ja, er verbessert sich. Ja, aber aufs, er verbessert sich auf alle Fälle, aber aufs, aufs Finale wird es trotzdem beinhalten. Ich glaube, da geht es ja nicht ganz aus. Na, wird eng, glaube ich. 110,93, ja. Ja. Oh, Perry, hast Feierabend für das Wochenende. Nett. Nein, ich glaube, er hat auch Gaudi gehabt, das ich ist glaub, das richtig. Genau, der hat heute Geburtstag, glaube ich. Stimmt, Perry hat heute Geburtstag. Genau, die Stöckhofer Drillinge haben wir das. Perry, Mark und Richard. Rickard, der Rickard ist diesmal nicht dabei, glaube ich. Haben heute Geburtstag. Happy Birthday. So, Damian, komm, ja. Gib Gas. Einen letzten Qualifikanten fürs Finale noch finden oder ob man die 8 dann auch schon fix hat. Ich glaube, das klang leider nicht. Leid es mir tut. Weil die 110 kommt da schon hin. Und der 114. Nicht einmal. Ja, da hast du mal ein bisschen Masse machen, Junge. Auch mir gefällt die Expositivität und die, die Technik gefällt mir sehr gut bei mir. Ja, aber 177 der letzte Versuch, also 108, 102, 107. Sieht man halt doch, es fehlt noch ein bisschen was, aber. Best man out of Austria in Germany. Ja, der Alex nicht mit Sicherheit auch mehr haben als wir die 114. Er hat mit Sicherheit noch den ein oder anderen Österreicher zumindest in Bedrängnis bringen oder überholen. Aber ich hau da den Herbst hin. Na, schauen wir mal, ob das Österreicher Paket springen kann. Ja. Ja, wirkt nicht mehr so leicht, Fiere. Hm. In der Zwischenzeit. Okay. Kommt nicht ganz an die 120 Euro hin. Ja, ist aber auch, ich sag, für die Grässanwälte tendenziell zweit in der Mitte. Ja, wobei das glaube ich jetzt auch nicht ganz ausschlaggebend, wenn der. Also auf die großen Weiten fällt. Nein, aber eben, dass er. Da auf die. Er ist brutal konstant. Ist brutal, konstant, brutal, ist brutal. Also 14, 13, 13. Ja, dann schauen wir, ob sich das Österreicher Paket durchmischt oder ob der doch einmal die 130 knacken kann. Ja, es war schon schlimm, wenn da irgendeiner von den vier jetzt da irgendwie so Rotmoser spät irgendwie aufbekommen kann. Allein für dich ist das.
Weiß nicht. Schneiden nach ein bisschen aus. Hm. Weiß dann wird nicht. Er wieder bei den 120 enden, aber das. Er kommt ja. Halt nicht vor und nicht zurück, gell? Ja, und. Mit wem haben wir da geredet? Mit den weißen Spuren? Da haben wir auch. Ah, von letzter Woche war doch da, glaube ich, ein Unionbike im Kit. Er hat nicht gesagt, wie er heißt, aber wir haben es vermutet. Und da hat er ihm gesagt, dass eben da diese leicht weißen Spuren, die du da siehst, das sind die, die es eben doppelt gerieft haben, was eben, und dass die schon tendenziell eher bremsen, als wäre eben diese von, für uns eher dunklen Spuren. Mhm. Dass das nicht rein eine optische Sache ist, sondern dass das so auch der Fall ist, dass das da so eher ist. Ja, der Philipp denkt sich jetzt, gut, wenn die auch nichts dazugeben, so ein bester Österreicher, das ist schon zutrauen, glaube ich. Ja. Aktuell lassen wir auf. Man braucht 6 Meter mehr. Nein. Okay, da gleich wieder aus der Bahn. Oh, den Richtung, hat er. Den Schürtel, das hat er zerlegt. Den hat er auch ein bisschen Stamm in der Hand gehabt. Tja. So, was unser Linkshänder da macht. Ich finde, man schaut so gemütlich aus bei einem und dann am Ende kommt die explosive Kraft, gell? Ja, ja. Ja, aber und jetzt bremst du ein. Siehst du das? Ja. Ja, und das ist da dieser helle Streifen, wie du sagst, da war halt einfach doppelt glücklich, dass du da drauf bist. Das können wir schon vorstellen, dass du ja. Da langsamer geht. Und da geht natürlich die Geschwindigkeitskurven exponentiell nach unten, weil je langsamer umso mehr bremst da. Das ist ein Wort, das hat man gar nicht Corona gelernt, ja? Ja. Exponentiell. Keine Ahnung, was das heißt. Aber ich sage so viele Leute momentan. Ja, du, was du unbedingt auch mal sagen. Das muss was wichtig sein. Ja, der Markus brutal konstant, 123,77, 120,47, 122,89. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch ein Indiz, dass halt da irgendwo die, auch vielleicht nicht mehr drin ist. Möglich. Schauen wir die österreichische Hoffnung jetzt, um die deutsche Medaille in Party zu crashen. Ja, der Markus Weichinger ist, glaube ich, aktuell der stärkste Österreicher. Also, er ist zweit. Uiuiui, der geht auch. Der haut auch das Futter, haut auch richtig wieder. Immer das. Ja, das auch. Also, ich war jetzt viel langsam beleidigt, wenn ich das hier tue. Das ist ja Wahnsinn, jetzt mal das. Tja. Da, aber siehst du, er klang sich immer da am Twitter hier. Nach dem Schuss, also ganz. Meinst du, dass er nicht ganz rund läuft? Ganz rund. Weil er nicht überläuft. So. Also, so haben wir den deutschen Kapazunder wieder angelangt. 136, 139, 140 steht hoch. Schauen wir, ob der Peter die 140 knacken kann. Und
seine beiden Teamkameraden ein bisschen schwitzen bringen kann oder ob wir bei der Reihenfolge bleiben. Er schwingt ja sehr dynamisch und kraftvoll. Und ich glaube, beim vierten Mal haut er raus. Beim dritten sogar. Ja, schreit er mal nach, er hat noch einen guten Speed. Aber er ist genau auf unserer Schneefahrbahn. Und bremst. Siehst du das? Ja. Er hat eigentlich so also 5-6 Meter vorher noch einigermaßen ein Tempo. Und schwimmt dann nicht so aus, als wir es beim Spätmichel war. Genau. Sondern bremst und bleibt stehen. Ja, also sehr konstant. Vom schlechtesten zum besten Versuch war mit der 30 Unterschied. Aber man muss ja sagen, ja, da war er dreimal ein bisschen eine andere Spur gehabt, oder? Also zuerst aus unserer Sicht zuerst links, dann rechts, jetzt mittig. Ja, und man sieht halt dann auch. Ja, ist je weiter dass das aus der Kameraperspektive rechts, also vom Schützen aus links kommst, umso weiter geht es tendenziell. Ja man, der Michi, der hat gleich Blut gebrochen. Also der denkt sich jetzt so, alle reden sich immer nur über den Schätzler, aber ich bin auch noch da. Ja, das ist ja so. Also es hat eigentlich keine Stimme gegeben, die gesagt hat, ja, das ist ein anderer, sondern das ist eigentlich immer. Aber er ist wieder rechts von der Spur. Ja. Er ist da hier in der Schneeverbahn unterwegs. Ja, also ein bisschen daneben jetzt, aber trotzdem wieder super Weite, 130 plus, hoch 130, Mitte 130, sowas. Da bin also wenn der nochmal eine Spur findet, genau. Dann ja, ganz abschreiben will ich den noch nicht. Ja. Der Tom ist zufrieden, ich glaube, der Michi eh nicht. Ja. Der Tom hat jubelt, der Michi ist herum und sagt: Ich glaube, hey. Glaub, sie müssen sich wirklich nicht mehr da ein bisschen an die Linie selber trauen, weil sonst hat der Schätzler einfach mehr gemacht. Ja. Auf, okay. Hier. Jetzt sagt: Ich warte nicht auf die letzten 1-2 Versuche, bis ich die Jacken auszeige. Jetzt, ab jetzt gibt es Gas. Ja, und gut, er hat ja. Wenn man jetzt natürlich die Tendenz von der Wagner. Birgit aus der Vorrunden, die wo ohne Jacken ein Tick weiter links war als bei mir. Vielleicht möchte er da eine kleine Richtungsänderung durch mehr Bewegungsfreiheit. Und dann wieder mal wieder warten. Den holt er. Lass du sogar zu. Das ist ja Wahnsinn. Das habe ich so. Und neben der Bahn noch. Neben dem Hobbit der schlechten Auflage. Schlechte Auflage, komplett im Feld. Aber für mich hätte er also herrlich auf Überwachung ausgeschaut. Ja, Überwachung. Also da hat der Schiedsrichter gleich über überklappt. Definitiv Überwachung. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit Überwerfen überhaupt noch ist. Oder das weiß ich nicht. Oder ja, ob da irgendjemand. Aber Mühlhans war, glaube ich, eh im Gesetz und der kennt sich eigentlich wirklich gut aus. Man möge uns sagen, ob Überwerfen ein Fehler ist oder nicht. Kriterium gibt oder ob es jetzt eigentlich nur noch wegen am Ring ist. Also da bin ich mir jetzt nämlich auch nicht mehr ganz sicher. Ja, wir gehen jetzt ins Finale der letzten 8, 2 Versuche noch. Ja, die Finalteilnehmer haben wir ja schon gesagt, das sind 4 Österreicher, 4 Deutsche. Wobei jetzt die Österreicher durch die Deutschen ein bisschen eingekesselt haben. Das heißt, anführend jetzt Schätzl, Späth, Rotmoser, dann kommen Weichinger, Bischof, Baumgartner, Wiedhölzl und der Anzinger treibt sich die Kollegen nur so ein bisschen vor sich her.
Treiber auf Platz 8. Genau. Der mit dem Präsident ist gerade in der Haus. Der ist ja gut. So, und der Anzinger startet jetzt, sei aufgejagt und möchte mal schauen, dass da was vorwärts geht. Weil ich glaube nicht, dass er der Einzige ist, nämlich der unter der 120 ist. Ich glaube auch, also der will jetzt da seine eigene Ehre noch ein bisschen retten und sagen, ich kann auch einen 120 schießen. Ja, glaube ich, oder ja, aber er ist jetzt zweitlinks. Er ist zweitlinks, aber jetzt ist Hürdel da. Also was, das ist aber das dann noch. Ja. Ja, aber. Oh, ich habe vergessen zum Drucken, Entschuldigung, das ist der falsche. Also ich glaube, mit der Weite vom Kerzel war der Anzinger zufrieden. Ja, das stimmt. Ich wundere jetzt eh, dass ich mich in den letzten zwei Wochen nicht einmal verdruckt habe auf die Wiederholung, aber jetzt habe ich es dann doch einmal geschafft auf den letzten Tag. Jawohl. Also an der Stelle vielleicht nur mal ein Kompliment an Michi, was der da alles hinzaubert und eigentlich ständig bei der Sache sein muss, damit man aus Wiederholungen einspielen kann. Das ist nichts Selbstverständliches und muss man den größten Respekt zollen. So, und jetzt kommt wieder die österreichische Armada. Österreichische Quartett. Mit der lustigen Vier. Habt ihr in Österreich eigentlich eine Marine? Marine? Beim Bodensee vielleicht. Ja, also. Ja, beim Bodensee, der ist nämlich riesig. Also der ist gleich groß wie die Ostsee, weil da siehst du auch aufs Anwende. Wir haben gerade bei Armada gesagt. Ja, lass ihn aus, aber. Ja. Yeah. Ich bin wieder im Urin, dass das sich nicht ausgeht. Und Bombs. Ja, aber. Sie probieren vielleicht eine schnelle Spur treffen. Das ist ja dann auch das Risiko. Ich glaube, dass jetzt genau das machen, was du gesagt hast, das hilft mir nichts, wenn ich da in der Mitte bleibe und einfach zu kurz bin. Ich muss auf der Omi gehen und entweder. Wenn natürlich dann der Ring auch noch hängt und du dann eine Spur zu weit raus du schon bist, dann haut er da halt einfach ab. Ja. Aber ob ich jetzt Sechster oder Siebter wäre mit 120 Meter, oder vielleicht durch Zufall noch den Lucky Punk raushauen und erwische einen 138, 39 oder 40er und bin da bei den Medaillen dabei, ja, dann nehme ich jetzt Risiko. Ja, und Philipp wird es ein bisschen kalt, jetzt hat er einen Hammer abgeguckt. Ja, sein Ziel war ja Top 6, da wäre er jetzt. Aber ich glaube, er ist grundsätzlich zufrieden, aber ist natürlich auch ein bisschen. Wobei safe gut, weil jetzt glaube ich eigentlich. Ja, aber da sind wir weiter von einer Top 5. Ja, da ist jetzt einfach die Power nicht da. Da. Ne, es geht nicht mehr, da sagt er. 116, 72. Tja, also irgendwie dachte ich mir jetzt so irgendwie wünschen, dass einer von denen aus dem südlichen Nachbarland, südöstlichen Nachbarland da von mir aus gesehen,
eine Aussehung, da das ein bisschen Spannung in die Kippe. Ja, weil sonst müssen wir uns da echt auf die letzten drei hoffen, dass die halt da untereinander vielleicht noch ein bisschen einen Platzwechsel schaffen. Deswegen, ja. Left Power, Bischof Markus, hauen aussehen. Er ist da relativ emotionslos, der Kühlbox. Also. Und auf der linken Spur? Ja, Spur war nicht komplett, das stimmt. Aber ja, ich kann natürlich jetzt auch mit dem Wind und Temperatur und so natürlich auch vielleicht zusammenhängen, dass die Apparate da ein bisschen auskühlen und nicht mehr ganz so geschmeidig explosiv für die kommen. Auch wenn sie es probieren. Ja, es gingen ja jetzt auch völlig 10 Meter auf seine Bestweite ab mit dem Versuch, also irgendwo ist da der Wurm drin. Und die bis jetzt der Serie müsste jetzt der Weichinger wieder an positiv sitzen. Ungültig. Achso, ja, hat er erst einen Versuch in der Wertung. Also. Ja, genau, ungültig. Also sollte jetzt eigentlich wieder einer kommen. Schauen wir mal, wir haben mal seine rechte Schulter, aber ob er da irgendwelche Anzeichen setzt. Er konzentriert sich brutal, also ich glaube, er will so richtig technisch sauren Schuss einfach aufs Eis bringen. Ja, weil ich glaube, er ist ja bewusst, also ja, so auf den ersten Blick war er, glaube ich, vom Piri nicht verkehrt gewesen. Spur ist meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut. Ja, aber es fällt einfach der Speed. Ja. Also da sind wir von 130 Meter weit weg. Ja, es geht der Punkkopf. So der letzte nach vorne. Ja, vielleicht ein bisschen kurz eingebauscht. Aber wie gesagt, das sind Nuancen. Ja, nicht ganz. Da siehst du es. Naja, man sieht sich immer da so die Sehne oder irgendwas bei der Schulter oder am Muskel da, oberen Brustbereich. Ja, verzeiht das Gesicht da drin. Ja, aber das ist, glaube ich, nicht wegen Schmerz, sondern wegen der Weite. Ja gut, dann schauen wir, was unsere drei deutschen Freunde machen. Da traue ich allen drei die Weite um die 140 plus durchaus zu. Also wenn ich ehrlich bin, ich hätte jetzt so, dass ein Fetzel nur mal ein bisschen locken und ein bisschen kitzeln, dass er da nochmal. Peter, der geht links aus. Ja, der Tint gleich. Back! Ui, der arme Stopp. Das Viertel drückst gleich mit. Und ich hab alles gesehen. Aber ich glaube, sie probieren jetzt wirklich da die linke Spur treffen, weil es einfach schöner aussieht am Ende. Ganz oben aus ist da wahrscheinlich so den Ticken schneller. Ja, man könnte es jetzt auch ein bisschen gemein ausdrücken und sagen, bei Deutschland hat die Wacherböse stattgefunden. Hoffen wir so, ist doch schon ein älteres Semester, weil es hat schon brutal viel Erfahrung, wenn man das so sagen würde. Und vielleicht richten sie jetzt die zwei Jungen, nicht? Oder ist jetzt wieder auf der Seite. Unser Herrn Klei signalisiert nach hinten. Ja, trotzdem ganz schön flott unterwegs, muss man sagen. Ja, und da sieht man einfach, die spielen in einer eigenen Liga. Das wollen wir ganz nüchtern so sagen. Ja. Ja, so hat mit einem unzufriedenen Schuss an die 130 Meter, wo die Wahnsinn alle 10 Dinge abschlecken, daten, wenn sie in die Nähe kommen.
Ja, so einen kleinen, bei den Deutschen, wie es U-Kreis gewesen sind, haben sie normal immer eben vor der Delegationsleitung so eine kleine Sitzung. Und wo sie eben ein bisschen sagen, was die für die Woche erwarten, wie es laufen soll, was abläuft und so und überhaupt. Und da muss der Präsident von den Deutschen, der Christian Obermeier, bei seiner Ansprache gesagt haben, dass aufgrund der Olympia-Vorgaben vom IOC und so, die Menge da keine alten Leute bei den Spielen haben und so, und sie mehr haben da nur Junge haben oder Jüngere. Und deswegen wird der DSV jetzt die Altersgrenze für Teilnehmer bei EM und WM auf 40 Jahre setzen. Bei der Rotmasse, wenn ich mich nicht täusche, letztes Jahr oder vorletztes Jahr 40 geworden ist. Und da ist der Bär anscheinend ziemlich unentspannt am seinen Tisch gegangen, sitzt und hat so gleich mal den Finger so. Jetzt schauen wir, was der Schätzel macht. Ja, fährst du gut vorbei. Speed daher. Ja. Markus hat genug Speed noch in seinen Armen. Ja, aber auch noch nicht an die 40 gehen. Und der, also, und der ist über die Mitten gefahren. Der ist jetzt über die Mitten, der ist vielleicht auch relativ lang über der Schneespur gefahren, über der vermeintlichen. So, was kriegen wir für Weite? Mhm. 138,56 nochmal für Markus. Ja, allein mit der Weite schon zweiter. Ja, also schätze spät, machen sie es aus. Ja, ich glaube auch nicht, dass der Rotmoser Peter das noch. Er ist noch brutal konstant, aber er hat drei Spuren auch schon ausprobiert. Also ich weiß nicht, ob er da nochmal zurückkommt. Vielleicht, wenn er ganz gut erwischt, wenn da wirklich eine Spur drin ist. Wenn er seinen optimalen Fluss vom Technik drauf und Spur hinbringt, dann kann es vielleicht noch hingehen, dass er in die Nähe kommt. Aber ich befürchte für ihn eher nein. Ja, dass er, und ich glaube auch nicht, dass von den Österreichern einer auf die Medaille noch für die fest. Ich glaube es nicht. Aber ich das mal wünschen würde, dass wir nur ein bisschen Spannung reinbringen. Ja, aber. Kann man es leider nicht vorstellen. Tendenziell glaube ich ist. Ja, an den Platzierungen, glaube ich, tut sich nicht mehr viel. Zwar jetzt wirklich. Am ehesten nur zwischen 1 und 2, wenn es mir kommt. Ja, ja. Was ja eh das Spannendste ist. Das war natürlich schon. Wenn ich ehrlich bin, irgendwie cool, wenn jetzt der Spät mich nur so ein 141 oder was auszuzaubern hat und dann der Viertel nachkommt, dann hat das eben einfach. Ja, da muss er eh was machen. Also, da so rein für die Zuschauer wäre es halt super, wenn wir da, ja. Wenn wir da nur mal einen Führungswechsel jetzt erleben würden. Aber ich glaube, bei den nächsten vier Starter wird das brutal schwierig. Was der Anzinger Alexander macht. Ich glaube, wollte noch schauen, was nochmal drin. Okay, dann kommt noch ein bisschen weiter rumlassen, dann geht's vielleicht noch besser. Ja, aber ist nicht ganz unzufrieden, so wie er da steht. Ja. Junger Bursch, vor zwei Jahren noch Juniorenweltmeister geworden, da am Spätmichi geschlagen. Den Titel hat sich dann heuer der Spätmichi noch geholt, weil den hat er noch nicht gehabt im Jugendbereich. Und ja. So, der Wiedholz macht den Stock kaputt. Steigt oben drauf. Nichts mehr geht's mit dem Verkauf für die
Dann werde ich das selber kaufen. Oder so. Nein, ich schon der eine oder andere ist schon mit den Spikes halt immer zurückgekommen beim Zuschrauben. Ja, ist recht. Ja, ich schau mal die rechte Spur nochmal auf, vielleicht finde ich da was. Ja, schaut nicht so aus. Dann mal wieder in den üblichen Weiten für Manuel. Wie 120 Meter. Ja, 115 Meter. Somit hat der Philipp sein Ziel erreicht, dass er unter die Top 6 ist. Ja, schau mal, vielleicht kann er sich da als. Philipp ist ja momentan drittbester Österreicher. Vielleicht tut er sich mit Markus noch irgendwie das Duell auf, wer weiß. Ja, pardon, also mal irgendwo. Mit Bischof Markus und mit den beiden Markus kann man sagen. Neben Weichinger Kürzel. Markus ist ja doch ein bisschen mit österreichischen Markus. Weichinger Markus ist doch ein paar Meter weiter weg. Oh ja. Ah, ja, 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 wieder links. Raus. Er sagt, los, gut, hey. Stellt immer 0 wie 74. Naja, so haben unsere Plätze, wie schon vermutet, relativ festgefahren. Ja. Ich glaube nicht, dass der Bischof Markus da jetzt nur mehr Granaten zünden kann. Mr. Konstanz. Mit Nummer waren um die 120 Meter reingeknallen. Bester Linkshänder. Richtig. Wenn es eigene Wertung gibt, wäre er fahren. Linker Weichsels Weltmeister. Lass dann nochmal aussehen. War der mal relativ dynamisch, der Bischof Markus? Ja, und da packt er jetzt auch die 120 wieder, ja, Mr. Konstanzi bleibt dabei. Auf den Podesträngen.
Jetzt Peter. So, jetzt dann nochmal das Klassement ein bisschen umbädern, damit wir dann auch wieder auf geht's eine Stimmung einbringen. Naja, schaut drum, wenn wir da jetzt nicht ein bisschen Action kriegen. Sonst müssen wir gar keine Pizza auf die Bar schicken. Wenn dann bitte eine Flitzerin. Gut, die organisierst du. Ja, vorher hat Engelbrecht Sabrina vorbeigesungen. Vielleicht hat hier irgendjemand, wo man. So, Peter. Ich schau dir noch. Er ist am Ende links von unserem Schneeaufbau. Ja, ja, die Spur, glaube ich. Bald da. Ja, ich glaube, die Spur hat er ganz gut getroffen. Die Spur hat er ganz gut getroffen. Aber es wird einfach nicht reichen. Aber hast du das gesehen? Wie er da noch eigentlich fast nichts an Speedballon gehabt hat, da bei die. Mit den 120 Meter. Ja, aber er hat verschiedene Spuren ausprobiert und er ist immer ähnlich weit gekommen. Er ist wieder bei den 135 Meter plus minus, würde ich behaupten. 134, 54, ja. Somit Gratulation zur Bronzemedaille. Ja. Ich würde sagen, Peter, wenn du ein bisschen nachdenkst, nachher wirst du sagen, okay, passt. Alles gemacht, was gegangen ist. Hab alles reingehauen, was ich gehabt habe, und es war nicht einfach heute. Hoppala, bleib da. War nicht heute einfach zwei bessere. So, und jetzt der große Showdown der jungen Giganten. Spätmichael gegen schätzte Markus. Ich möchte eigentlich froh, dass der mich jetzt nochmal jemand aussieht. Ihr seht schon, Knüller, meine Bedenken sind ein bisschen. Die Top-Weiten sind wieder in den ersten zwei Runden. Ja, der Engelmeier hat den Horsten nochmal richtig an. Schauen wir mal. Und jetzt gehen. Und raus mit dir. Ich glaube nicht. Dann sind wir bei 130 und somit. Aber er gefällt sich trotzdem. Er weiß, dass er mit dem ersten Versuch einen super Versuch gemacht hat. Top Weite. Ja. Und ja, jetzt gibt es für den Schätzen Markus gibt's jetzt eigentlich nur noch ein Ziel. Ein Balken. Der Balken muss genommen. Jetzt müssen die Breitzel fliegen. Gibt's ja mal noch die Platten damit zu heben. Lasst ihn doch bitte einen Balken knallen. Er ist vernünftig. Er ist vertreten. Weltmeister und Vize-Weltmeister klatschen sie ab. So. So, jetzt noch einen ruhigen Schuss. Ruhiger, ein Vollgas, alles oder nix. Aber wenn er einen ruhigen macht, dann legt er schon hin, dann kommt er viel weiter. Nein, das trifft er. Das ist jetzt noch gescheit geflogen. Zack, was habe ich gesagt, das Hurtal trifft er. Waren's eins, zwei oder drei Hürtel? So. Ja, in diesem Sinne, Gold, Silber und Bronze für Deutschland. Österreich, kann man sagen, abgeschlagen auf den weiteren Rängen. Die Österreicher werden sicher nicht zufrieden sein, die Deutschen umso mehr. Der Schätzer, Favorit und Sieger, Spätmichael, hat es ein bisschen spannend gemacht. Ja, ich glaube. Am Ende hat es leider nicht ganz gereicht. Wenn man sich die Distanz anschaut, dann ist da knapp ein Meter dazwischen, was wirklich nicht böse ist, aber. Ich würde sagen, so knapp, glaube ich, hat der Schätzel schon lange nicht mehr gewonnen. Die letzten Ergebnisse, glaube ich, waren immer alle ein bisschen deutlicher. Aber auf alle Fälle mehr als verdient, dass er den Titel geholt hat. Und ja, in dem Sinn,
glaube ich, dürfen wir uns verabschieden. Ja, jetzt habe ich nicht gewusst, ob du was möchtest. Nein, ich wollte nichts von dir. Dürfen wir uns verabschieden wollen? Sind wir ab aller spätestens 8. Ich glaube, 8. geht los. Ja, nicht glaube ich, sondern es ist so. Es ist okay. Da, es geht ich um 8. Herr der Zeit befragen. Morgen wird es um 8. los. Was, der Herr der Zeit sagt, es geht um 8. los. Wir werden wieder um kurz vor 8. ein Wrap-up vom heutigen Tag und ein Intro machen, so wie wir ihn kennen. Und starten dann direkt mit dem neuen Bewerb, dem Zielteam Mixed. Da, wo sie die besten 8 Nationen vom Zielteam-Bewerb, ich weiß noch nicht, wie sie es genau auswerten, aber irgendwie die besseren 8 dürfen da schießen. Die besseren 8 von was auch immer. Ich glaube, dass da die Herren- und Damen-Teamwertung zusammengerechnet wird und da dann quasi die besten 8 aus der Summe. Genau, die Meldungen sind heute um 18 Uhr schon abgegeben worden. Die Aufstellungen dazu habe ich heute im deutschen Teammodell davor, sind noch nicht fixiert, aber die Spieler. Die Spieler wissen es. Wir lassen uns morgen überraschen, wer dann wirklich zu was für eine Uhrzeit am Eis steht. Ich bin schon gespannt auf den Zielteam-Mixed-Bewerb, weil, wie gesagt, ich behaupte ja, das macht keinen Unterschied, ob Herr oder Dame beim Einzelschießen. Da geht es rein um die Punkte und das kann jeder. Und ich bin schon gespannt, ja, wie sich da so die Duelle auftun. Freue mich auf morgen. Wird sicher ein spannender Tag und ich glaube, mit diesen Jubelbildern verabschieden wir uns in den heutigen Abend. Genau. Servus, hört euch und bis morgen.